Hallo, meine lieben Freunde meines Kanals. Heute gibt es ja die nächste Folge vom Hörspiel Kakerlakenparty. Das heißt, ihr hört heute wieder jede Menge Anrufe aus der vergangenen Woche, die es hier bereits schon auf diesem Kanal gab. Das heißt, nur eben unkommentiert von mir, hintereinander weg. Für diejenigen, die eben nicht so viel Gelaber im Video haben möchten. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Wenn ja, dann drückt natürlich noch einen Daumen nach oben. Müsst ihr nicht jetzt sofort tun, könnt ihr auch nachher noch im Verlauf des Videos machen. Vergesst natürlich auch nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr keine weiteren Videos von mir verpassen wollt. Ja, und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß damit. Sollte euch das Video nicht gefallen, dann drückt bitte auch den Daumen nach unten, dann gibt es irgendwann eben diese Videos nicht mehr. Das Ganze spart mir hier natürlich keine Arbeit, sondern braucht natürlich auch so seine Zeit. Die Pausen in den Videos sind übrigens automatisch rausgecuttet. Das heißt, es könnte sein, dass in dem einen oder anderen Video vielleicht doch mal eine kleine Durststrecke drin ist, die ich sonst persönlich rausgeschnitten hätte. Liegt dann daran, dass irgendwelche Hintergrundgeräusche zu laut waren und das Programm das eben als Sprache erkannt hat. Tut mir in dem Fall leid, aber hier stundenlang auf Pausen zu achten manuell, das wäre dann jetzt doch ein bisschen zu viel und würde den Rahmen sprengen. Ich wünsche euch aber trotzdem viel Spaß mit diesem Video und dem kleinen Hörspiel Kakerlakenparty. Kann sie überhaupt nicht verstehen. Ich hoffe, Sie von Handelsplattform an. Ja? Sie haben bei uns Ihre Mitteilung hinterlassen. Oh ja, was habe ich denn mitgeteilt? Gut, das Handelsplattform heißt Saga Trade. Ich habe eine Frage gestellt, was habe ich Ihnen denn mitgeteilt? Was meinen Sie? Ich habe gefragt, was ich mitgeteilt habe. Zu automatische Handelssystem. Ja, die Frage war doch aber jetzt eine andere. Was habe ich mitgeteilt? Ja, das merke ich schon, dass deine Intelligenz bis zum Mond reicht. Sie brauchen ein Handelskonto. Ich brauche ein Handelskonto. Wofür? Sie haben bei uns Ihre Telefonnummer und E-Mail hinterlassen. Aha. Ich rufe Sie von Kundendienstabteilung. Von Ihnen dabei Kundendienstabteilung. Natürlich. Ja, okay. Aktivieren. Aha. Okay. Haben Sie einige Erfahrung? Oh, es ist das erste Mal. Ja, ich habe schon einige Erfahrung, ja. Okay, wunderbar. Und wie alt sind Sie? Sie haben eine junge Stimme. Ja, aber was geht Sie das jetzt an, wie alt ich bin? Das spielt doch keine Rolle. Okay, kein Problem. Aber um handeln können, Sie müssen 25 Jahre alt sein. Ja. Sind Sie älter? Was? Sind Sie älter? Ja. Okay, sehr gut. Sehr gut. Sagen Sie mir bitte, haben Sie einige Fragen über die Software, wie funktioniert es? Ja, wirst du mir ja nicht beantworten können, wie den anderen Krempel. Haben Sie einige Fragen? Ja, was habe ich denn mitgeteilt? Okay, Sie haben sich bei einer vollautomatischen Handelssoftware angemeldet, die in Ihrem Namen handelt. Mhm. Unsere Plattform hat die exklusive und unbezahlbare Technologie, um die bessere Einkunft zu machen. Ja. Handelssoftware sammelt Daten. Basierend auf diesen Daten macht es voraus, die Einkommen, wenn der Preis steigt oder fällt. Okay? Ja. Okay, gut. Alles funktioniert schnell. Sie haben auch den zusätzlichen Vorteil, einen Kontomanager. Der kümmert sich um Ihre Konto. Mhm. Alles funktioniert ordnungsgemäß. Wir machen eine Ausbildung für Sie auch. Mhm. Das ist ein Weg, die Firma macht eine Gewinne.
Wir nehmen insgesamt 6% Ihres Nettogewinns. Zum Beispiel, wenn Sie Ihre Gewinne abgeben möchten, die Firma nimmt 6%. Ja, du wirst immer leiser. Entschuldigung? Ja, man versteht immer weniger. Okay, alles funktioniert automatisch und Sie haben dabei Personal... Sprech mal lauter, das funktioniert sonst im Video immer so schlecht mit dem Rausfiltern alles. Können Sie mir hören jetzt? Ja, jetzt geht's wieder. Okay, okay. Ich sage, das ist ein Weg, die Firma macht eine Gewinne. Wenn Sie Ihre Gewinne abheben möchten, die Firma nimmt 6%. Ja. Okay, verstehen Sie? Ja, das habe ich schon verstanden, ja. Okay. Und Sie suchen für primäres oder sekundäres Einkommen? Na, auf jeden Fall suche ich ein stabiles Einkommen. Sie sind nicht stabil jetzt? Na, doch schon. Aber kommt ja mal drauf an, bei wem man jetzt handelt, ne? Ist ja nicht überall stabil. Und was sind Sie von Beruf? Von Beruf? Ja. Und was geht Sie das an? Ja. Ja, aber warum? Was geht Sie das an? Deshalb möchten Sie ein Handelskonto öffnen. Deshalb frage ich, was sind Sie von Beruf? Ja, aber das geht Sie doch überhaupt nichts an, was ich von Beruf bin. Haben Sie Einkommen? Ja. Von der Arbeit? Ja. Okay. Und du? Auch. Okay. Natürlich. Ich frage das, wir möchten Ihnen nicht in Risiko. Okay? Aha. Okay, kein Problem. Und wie alt sind Sie? Ja, das hatten wir doch jetzt schon. Ja, ja, aber... Können wir jetzt weitermachen oder wollen wir uns jetzt an dem gleichen Quark die ganze Zeit aufhalten? Okay, kein Problem. Wie viel möchten Sie auf Ihre... Lauter! Wie viel möchten Sie auf Ihre Handelskonto investieren? Ja, keine Ahnung, wie viel ist denn sinnvoll? Das Minimum beträgt 210 Euro. 210 Euro? Das Minimum. Ach ja, ja, das ist ja mal was Neues. Sonst ist ja immer 250. 250 amerikanischer Dollar. Ach so, ja gut, dann wenn man das umrechnet. Das ist 210 Euro. Na gut, so kann man das also auch machen. So, auf welche Seite waren das jetzt hier? Weil das hast du ja jetzt ja noch gar nicht so richtig gesagt. Oder eigentlich gar nicht. Wie heißt denn jetzt der Bums hier? Wie möchten Sie Ihre Investierung machen? Mit dem Hubschrauber. Mit Sofortüberweisung oder mit Kredit-Debitkarte? Genau. Auf welche Seite denn? Wie heißt denn die Seite? Einen Moment. Ich schicke Ihnen ein E-Mail. Nee, du kannst mir doch sagen, wie die Seite heißt. Seite www.sagatrade. Ja, buchstabieren. www. Ja. G-A. Was ist ein A für ein Buchstabe? A für Apple. Aha. Also. Trade. T. Thomas. R. Reichhardt. Ja, das versteht ja keine Sau. Mal nochmal von vorne und dann mal mit einem richtigen Alphabet und nicht irgendwelche komischen ausländischen Buchstaben. Jetzt schicke ich Sie ein E-Mail mit Website. Ja, an welche? Ja, ja. An welche E-Mail-Adresse schickst du das denn? Ich kann Ihre E-Mail-Adresse ist encrypted zur Sicherheit. Ich kann es nicht sehen. Ja, und dann kann ich dir nicht sagen, wo ich gucken muss. Dann kannst du mir die E-Mail schicken und dann dauert es aber ein paar Stunden, bis wir rausgefunden haben, auf welchem Konto das Ganze gelandet ist. Einen Moment. Jetzt haben Sie mein E-Mail mit Webseite und Ihre Login-Daten. Ja, jetzt muss ich aber wissen, an welche E-Mail-Adresse du das geschickt hast. Sonst kann ich dir nicht sagen, ob es angekommen ist. Haben Sie ein paar E-Mails? Ja, 100 Stück oder so. Okay. Ich
kann nicht Ihre E-Mail sehen. Ja, und ich auch. Ja, ich kann deine auch nicht sehen. Moment, ich schicke ihr und gucken Sie bitte alle E-Mail-Inbox. Soll ich jetzt bei 100 Postfächern mich überall einloggen? Ich glaube, es geht los. Moment. www. Ja. S. Ja. Ein S. A. Ja. Apple. G. Ja. A. Ja. T. Ein T. T. Thomas. Thomas, ja. R. Reichert. Ja. A. Apple. Ja. G. Deutschland. Ja. E, Entschuldigung. Ja. Punkt. Ja, habe ich. Und weiter? Punkt. I. I. I-O oder was? I-O, ja. Ah ja, okay. www.sagatrade.io. Ah ja, das ist wieder so eine neue Seite. Ja. Und seit wann gibt's eure Seite schon? Ich schicke Ihnen Ihre Login-Daten. Ja, ich dachte, ich bin da schon angemeldet. Okay, wunderbar. Na, die Frage war, ob ich da jetzt schon angemeldet bin, weil ihr habt gesagt, ich bin da schon angemeldet und jetzt brauche ich mit Login-Daten, verstehe ich nicht. Sie haben schon Ihre Login-Daten. Ich sehe, dass Sie Ihre Konto Login gemacht? Ja. Okay. So, also das war jetzt nur eine Bestätigung, dass ich es verstanden habe. Aber ich habe mal noch eine andere Frage. Seit wann gibt's denn eure Webseite? Die Plattform heißt SagaTrade. Ja, und wie alt? 4 Jahre. 4 Jahre? Ja. Aha. Und warum ist die erst am 16.8. erstellt worden, die Domain? Welche? Ja, die Webseite ist erst seit dem 16.8. online. Vorher gab's die noch gar nicht. 17? Nee, ja, also 16.8. Das 16.8. ist nicht mal ein Monat. Ich verstehe Ihre Frage nicht. Ja, das merke ich schon. Sie haben Login gemacht? Also, die Domain selbst wurde am, am 10.3. erstellt. Am 10.3. diesen Jahres wurde die Domain erstellt. Okay. So, und am 16.8. ist die Webseite überhaupt erst online gekommen. Mit Inhalt. Okay. Also einen Monat alt. Ja, das ist die neue Software. Aha. Firma heißt SagaTrade. Ja, aber warum heißt die Firma erst seit einem Monat so? Das ist die Name von Handelssoftware, automatisch sagt Handelssoftware. Aha, na gut, das kann man so natürlich dann auch sagen, Sie haben auf Internet Promotion gesehen, deshalb ist es ein neues System. Mhm. Ja, und was macht das System so, was kann das? Jetzt, es funktioniert auch in Deutschland. Ja. Und was macht das Ding jetzt hier? Entschuldigung, was macht? Ja, was das hier macht, ja. Sie öffnen Handelskonto und dann aktivieren Sie Ihre Handelskonto mit erster Anzahlung, 210 Euro. Diese Anzahlung macht Einkommen mit der Hilfe von dieses System. Und Sie haben einen deutschen Kontomanager. Er spricht Deutsch. Mhm. Er ist von Deutschland. Okay? Er wird Ihre Assistent. Personalassistent. Ja, und wer bist du jetzt? Ich rufe dich von Kundendienstabteilung. Kundendienstabteilung. Aha. Ja. Ja. Und warum kann die Kundendienstabteilung kein richtiges Deutsch?
Wir haben jetzt Abteilung für Deutsch nicht gebracht. Wir haben Kontomanager von Deutschland, aber unser Kundendienstabteilung ist Englisch. Sprechen Sie Englisch? Ja, schon, aber das ist ja für den Kanal hier blöd. Dann bleiben wir mal bei Deutsch. Wir sitzen in London. Aha. Kommen Sie da gerade überhaupt zur Arbeit? Weil es fahren ja keine Autos. Was heißt das? Ja, tut, Auto. Auto geht nicht in England. Welche Auto? Ja, deins. Ach ja, ich vergaß. In der Türkei fährt man kein eigenes Auto. Okay. Ja. Sagen Sie mir bitte, Bernd, wie möchten Sie Ihr Konto aktivieren? Na, am besten so, dass es Gewinn macht. So würde ich das gerne aktivieren. Nach der Aktivierung, Sie können die einmalige Einzahlung 210 Euro ansehen. Ja. Nach der Aktivierung, wir machen eine Termine mit Ihrem Personalkontomanager und er macht Ihre Software, Ihr System, macht Ihnen Einkommen. Der macht mir dann Einkommen. Einkommen. Ja. Mit 210 Euro. Aha. Okay. Und da kann man nichts verlieren. Zu 7 Tagen. Sie verlieren nicht. Sie haben eine Probe. Und danach verliert man dann alles? Nein. Ah, okay. Die Software nutzt 10% von diesem Anzahlung. Ja. Risiko ist sehr, sehr niedrig. Wie viel sind 10% von 210 Euro? 10%, das ist 21 Euro. Ah ja, genau. Okay, und das ist der Weg, Firma macht Gewinne. Wenn Sie Gewinne machen, Firma nimmt auch Gewinne. 6% von Ihrem Nettogewinn. Ja, aber wozu braucht mich denn da die Firma jetzt? Ich meine, da könnte da ja selber dann das Geld reinstecken. Wenn Sie für lange Zeit handeln, mit 210 Euro, pro Monat, Sie können Gewinne abheben. Wenn Sie Abhebung machen, Firma nimmt 6%. Wenn Sie möchten noch Geld investieren, auch kein Problem. Es funktioniert mit deutscher Bank und mit Crypto-Wallet. Also okay. Da, wo ich denn das Geld nie wieder sehe. Sie können jederzeit Abhebung oder Investierung machen. Ja. Es ist liquid. Und wie viele Wochen dauert es dann? Das nimmt bis 3 Tage. Ah ja, okay. Okay. Heißt das eigentlich jetzt auch mittlerweile BrokerInnen oder kann man immer noch Broker sagen? Ich verstehe schlecht, Entschuldigung bitte. Was ist Ihre Frage noch einmal? Ja, ob das mittlerweile auch BrokerInnen gibt oder nur Broker? Sie haben lizenzierte Broker. Er hat License. Ja. Okay. Was sagen Sie denn zum Gendern? Finden Sie das gut? Ja, natürlich. Ah ja, okay. Sie können Telefonnummer von Ihrem Broker Personal-E-Mail haben und wenn Sie haben einige Fragen oder einige Fragen mit Ihrem Konto, Sie können jederzeit telefonieren. Wir arbeiten von Montag bis Freitag und auch am Samstag. Ja, heute ist aber Sonntag. Sonntag. Gibt gleich Kaffee Sonntag. Und Kuchen. Und Sonntag, ja. Mhm. Okay. Ja. Und wie lange bist du da schon in der Firma? Ich bin ein Jahr in dieser Firma. Ein Jahr, so lange schon. Oh Gott. Ja, und hast du da auch schon selber Geld investiert?
Ja, natürlich, wir nutzen dieses System. Letzten Monat, wir hätten 84% Erfolg. Ja. Das heißt, wenn Sie 10 Handeln haben, 8 Handeln sind Erfolg. Ja. Okay. Deshalb System nutzt 10% von Ihrem Investierung. 10% zu 10 Handeln und dann Sie haben 8 Handeln Erfolg und Sie können diese Zahlen kalkulieren, wie viel Gewinne Sie können machen. Ja. Okay. Gibt's eigentlich bei euch in der Firma auch diesen Naked Day, also den nackten Tag, wo man nackt zur Arbeit kommt? Das gab's doch in London, glaube ich, ne? Wir sitzen in London. Ja, aber da gibt's doch den Naked Day. Naked Day? Na, den Nacktheitstag, da geht man doch nackt zur Arbeit. Na, naked. Nackt. Entschuldigung, ich verstehe nicht. Naja, ich merke schon, da klemmt was. Also, dann machen wir weiter da, Okay. Ich möchte Ihnen fragen, wie möchten Sie Aktivierung machen? Mit Sofortüberweisung oder mit Kreditkarte? Ja, was geht denn noch? iDeal. Wenn Sie verstehen, was ist, iDeal. Ja, kann man das auch mit diesen PaySafe-Karten machen? Mit so PaySafe-Karten. 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 PayPal? Nee, PaySafe. PaySafe? Ja. Einen Moment, lassen Hallo? Ja, für Sicherheit, wir nutzen Sofortüberweisung. Ach, Sofortüberweisung. Ja. Ja. Okay, möchten Sie sofort Überweisung machen? Ja, das kann man sofort nutzen, ja. Okay, einen Moment. Ich schicke Ihnen jetzt Aktivierungsseite. Okay? Ja, meinetwegen. Gucken Sie bitte Ihre E-Mail. Da sortiere ich sowieso gerade ein bisschen, weil hier kommt ja die ganze Zeit irgendein Bums rein. Ich kann ja mal gucken, ob der andere Kram hier schon angekommen ist. Ja, aber die andere E-Mail ist auch nicht hingekommen. Wo schickt denn ihr das alles hin? Einen Moment, ich mache es jetzt. Moment bitte. Ja, dann mach mal. Ich bin ja noch nicht mal eingeloggt da bei euch. Die Seite gibt's nicht mal auf Deutsch. Ihr habt ja Englisch, Spanisch und Italienisch. Ja. Unsere IT-Abteilung entwickelt zu Deutsch. Okay? Ah. Okay. Yes. So, dann logge ich mich da mal an, aber dann muss ich mal wissen, welche Daten ich da eingegeben haben soll. Jetzt schicke ich Ihnen alles. Ja. Sie können aktivieren machen und dann können Sie diese Anzahlung auf Ihrem Handelskonto sehen. Okay? Okay. Moment. Wer schreit denn da im Hintergrund rum? Okay, jetzt bitte gucken Sie Ihre E-Mail.
Ich gucke die E-Mail, ist noch nichts da von euch. Saga dreht, Mike Foster. Was, Mark Foster? Mike Foster, ja. Achso, Ja, ist noch nicht da. Okay. Aber ich müsste dazu auch wissen, an welches Postfach ihr das schickt. Es heißt, Moment. Sie müssen wissen, was, bitte? Ja, nun, erzähl. Sie haben E-Mail jetzt. Willkommen bei Saga Trade, der weltweit führende innovative Handelsplattform. Um Ihre Konto zu aktivieren, klicken Sie bitte hier. Ja, habe ich nicht bekommen. Gucken Sie bitte Ihre alle E-Mail. Ja, ich habe eine ganze Menge Adressen. Ich müsste jetzt wissen, auf welche E-Mail-Adresse ihr das geschickt habt. Sonst finde ich das nicht. Für Sicherheit, wir können nicht E-Mail und Telefonnummer sehen. Es ist encrypted. Aber du rufst mich doch an, dann müsst ihr doch die Nummer sehen können. Ich kann nicht diese Daten sehen. Es ist encrypted. Wenn Sie haben... jetzt hat da wieder jemanden beschissen. Ne? Gerade hat jemand Geld eingezahlt. Zur Sicherheit, wir können nicht diese Daten sehen. Ja. Ich schicke Ihnen mit der Hilfe von System. Ja. Habt ihr gerade 210 Euro verdient? Verdient? Hat geklingelt im Hintergrund. Das klingelt doch immer, wenn einer Geld eingezahlt hat. Wenn Sie Ihr Geld zahlen, Sie können dieses Geld auf Ihrem Handelskonto sehen. Ja, aber wenn ich dann eingezahlt habe, darfst du dann auch die Klingel drücken? Ich verstehe es nicht. Ja, ob du dann klingeln darfst, wenn du die Einzahlung bekommen hast. The Bell. The Bell? Swing the Bell. Das ist nicht Einzahlung. Das ist erfolgreich Handel. Aha. Also wenn ihr dann erfolgreich die 250 Euro bekommen habt. Ja. Ja. Wir haben Logistics auch hier besitzen und kalkulieren Erfolg. Und dann schicken diese Daten nach unseren Kunden. Aber ich habe noch keine E-Mail bekommen. Also ich muss wissen, an welches Postfach ihr das schickt. Können Sie alle Farm oder Junk gucken? Ja. Aber nicht von allen Postfächern gleichzeitig. Ich müsste dann wissen, an welches. Das muss man jetzt rausfinden. Wie viele E-Mails haben Sie? 100 Stück oder so. Ein E-Mail oder zwei E-Mails? 100. 100 E-Mails? Ja. Wow. Und wo ist die jetzt hingegangen, die E-Mail? Ich muss jetzt wissen, wohin. Guck mal da in deinem Programm. Irgendwo wird das ja drin stehen. Was ist der Name von Ihrer E-Mail? Gmail, Hotmail? mdccfun.de DE. Ja. Also mdcc. Moment. MD? CC. CC? FUN.de. Bitte noch einmal, @u? Ja, also Vorname, Punkt, Nachname, @mdccfun.de. Okay, Moment, lassen Sie mir gucken, bitte. Ja, ja. Halbes Stündchen haben wir ja schon. Dann frage ich mich wirklich, wo sie so einen schon wieder ausgekramt haben.
Den müssen wir doch wirklich direkt von der Straße gekratzt haben und ein Headset an den Kopf getackert. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Also, wirklich. Mir fehlen da die Worte. Der ist ja wirklich noch dümmer als ein Klumpenbrot. Weiß ich nicht. Hallo? Ist da noch einer? Hallo, Bernd? Ja? Hallo, Bernd. Diese E-Mail ist nicht in unserem System. Tja, na, dann weiß ich nicht. Dann haben Sie Gmail? Nö. Sie können Gmail machen für Ihre Handelskonto. Und dort haben Sie alle Daten über Ihre Handel. Aha. Okay, können Sie jetzt machen und sagen Sie mir bitte Ihre E-Mail-Adresse. Ihr Vorname, Punkt, Nachname? Nein, nein. Machen Sie bitte ein neues Gmail. Ich mach doch jetzt nicht noch ein Konto. Ich hab doch schon genug. Hier, machen Sie bitte ein neues Konto. Nein. Mit Gmail. Okay. Ja, trag doch einfach eine andere E-Mail-Adresse ein. Dann kannst du mir doch den Quark hier schicken. Welche E-Mail-Adresse? Ihr Vorname, Punkt, Nachname. Und dann @mdccfun.de. Ist doch nicht klar. Aber diese E-Mail ist nicht im System. Ja, dann machen wir die ins System. Können Sie noch E-Mail öffnen? Ja, ich hab ja auf hier. Öffnen Sie bitte Gmail. Ha? Für Ihr Handelskonto. Ah. Und dort haben Sie alle Daten über Ihr Konto. Ja. Womit verdienst du eigentlich mehr? Mit dem Handeln bei euch auf der Webseite oder mit dem Job? Werden Deutsch Kontomanager haben. Ja, und was ist der Unterschied zwischen Zocken und Investieren? Unterschied? Hm? Moment. Unterschied mit was meinen Sie Unterschied? Zwischen Zocken und Investieren? Kein Unterschied. Das ist nicht Einzahlung, das ist Ihre Investition. Also ist das Gleiche denn? Wie lange machten ihr das schon auf Deutsch? Ein paar Tage. Was ja. Ja, dann mit der Eröffnung von der Seite. Aber Sie bekommen Anruf von Ihrem Kontomanager nach der Aktivierung. Kann der denn auch Hochdeutsch? Ja, er spricht Deutsch. Hochdeutsch auch, ja? Ja, aus Deutschland. Ja, weil ich finde schon, dass wir Deutschen auch ein Recht darauf haben, auf Deutsch beschissen zu werden. Wir haben 10 Kontomanager, die spricht Deutsch. Ja, hier arabisches Deutsch oder ostdeutsches Deutsch? Nein, vom Deutschland. Hm. Also der kommt direkt aus Ostdeutschland? Ja. Aus Sachsen, ja? Ja, vom Deutschland. Okay, und ja, wie lange macht der das schon? Nach der Aktivierung, wir machen Termine, wenn Sie, welche Zeit möchten. Ja, ist der nett? Nett? Ja. Wir machen Termine mit Ihrem Kontomanager. Mhm. Er ruft sich an, okay? Mhm. Und dann Sie sprechen über Ihr
Ihren Finanzplan und machen diese System funktionieren. Mhm. Und der sitzt dann auch in Deutschland? Ja, ja, natürlich. Okay, und wo genau steht sein Stühlchen? Sie meinen, wo steht Ihre Kontomanager? Ja, wo sein Stühlchen steht, ja. Ich weiß nicht. Okay, aber der muss doch irgendwo sitzen. Ja, ja, die Kontomanager, die wir haben, sitzen in London. Aber ich dachte, der ist deutsch. Deutsch. Ja. Dieser Kontomanager kommt von Deutschland. Und was macht er denn in London? Ursprünglich arbeiten mit Börse. Und wie kommt er da hin? Weil es ja gar kein Sprit mehr da ist, ja alle. Wir haben viele Menschen sprechen Italienisch, sprechen Spanisch, Englisch, Deutsch, Chinesisch. Chinesisch macht ja auch. Ja, ja. Ach du Gott. Wo ist denn eure Firma eigentlich reguliert? Reguliert with Global Financial Authority. Mhm. Und die ID dazu? Wie ist die ID? Einen Moment. Globale Finanzbehörde. Ja, und wie heißt die? Das ist Moment. Ja. Das ist australisch License. Deshalb wir arbeiten international. Ja, und die Europäischen Asian Country. Na und wie heißt die Behörde? Behörde heißt Global Financial Authority. Also GF und dann weiter? Wissen Sie FDA? FDA. Gibt es FDA? Ach so, ja, das kenne ich. Und gibt es? Warten Sie mal. GFA. GFA. Ja, GFA. Das ja. Sagt mir was. Guck ich gerade mal. Das ist ein Elektroautomatenhersteller. Nein. G Global. Ja. G Globale. Ich schreib mal Global, ja. Globale Finanzbehörde. Und dann Behörde, ja? Ja, Finanzbehörde. Ja, und bei welcher da genau seid ihr angemeldet? Wie heißt die Behörde selbst? Global Finanz AG oder was? Das ist Behörde von Australien. Ja, aber wie kommt ihr denn jetzt von England auf Australien? Es funktioniert mit England und Australien. Australien geben diese License, weil wir arbeiten international mit vielen Ländern. Mhm. Nicht nur mit europäischen Ländern, sondern mit vielen ausländischen. Ja. Und wie ist eure Nummer? Nummer? Die von der Behörde? Man muss ja da eine Nummer haben. Ich bin von Kundendienstabteilung. Ich habe diese Nummer mit mir nicht. Ja, aber die müsstet ihr da wissen im Kundenservice. Kein Problem, Ihre Kontomanager wird Ihnen alle Daten schicken, bei E-Mail. Ja, dann würde ich mit dem mal sprechen. Sie können mit Ihnen sprechen nach der Aktivierung. Wir müssen zu Ihnen Platz auf die Börse machen. Ach so, ja. Also erfahre ich erst, wo sie registriert sind, wenn ich eingezahlt habe. Sie können auf Ihre E-Mail alle Daten, die... Nur eben ja nicht. Wir sitzen in London. Ja, aber London, dann...
Müsst ihr ja eine Nummer haben, eine ID. Also wo ihr reguliert seid. Ja. Ja. Aber ich, Kundendienst, ich habe diese Daten nicht. Ja, müsstet ihr aber. Ihre Kontomanager hat alle Daten, er hat License. Ja, dann verbinde mich mal. Ja, dann spreche ich mit dem mal. Ja, dann verbinde mich mal. Auf einen Moment. Ben? Hm? Ja, Ihre Kontomanager wird Ihnen alle Daten zur E-Mail schicken. Ja, geht doch nicht. Ist doch, funktioniert doch nicht. Ihr habt doch eine falsche E-Mail. Machen Sie diese Gmail jetzt? Nö. Machen Sie diese Gmail und ich schicke Ihre Aktivierungsseite und alle Daten. Nein. Nein? Nein. Okay, dann, ich habe keine mehr Zeit, wenn Sie nicht Ihre Konto aktivieren möchten. Ja, würde ich ja schon tun, wenn ich ein paar Informationen von euch bekomme, aber du scheinst ja zu unintelligent dafür zu sein, mir das zu sagen. Also seid ihr nichts anderes als Betrüger, Abzocker und niederes Pack. Gibt es kein Börse in Deutschland? Wenn Sie handeln möchten mit internationaler Börse, bitte machen Sie Aktivierung. Wenn nicht, ich habe keine Zeit. Ja, aber Sie müssen mir doch meine Fragen beantworten können. Ich dachte, Sie rufen deswegen an. Welche Frage bitte? Ja, wo ihr reguliert seid. Der reguliert die GFA, Global Financial Authority. Ja, und die Nummer? Von Australia. Ich habe keine Nummer. Ja, aber die musst du wissen. Die musst du wissen. Ihre Kontomanager hat es. Naja, dann soll der mich jetzt mal anrufen oder drangehen oder du stellst mich jetzt durch oder irgendwie sowas. Kein Problem. Ich werde Kontomanager bitten, Ihnen kontaktieren. Okay? Ja. Kein Problem. Ja, glaube ich zwar nicht, aber ich meine, du verstehst ja nicht mehr als ein Kasten Brot. Ja, ich verstehe. Ja, scheinbar ja nicht. Ich verstehe, dass Sie wollen License-Nummer. Ja, richtig. Aber Sie verstehen nicht, dass ich rufe von Kundendienstabteilung. Ja doch, das verstehe ich schon, aber das ist ja wohl das Wenigste, was ihr wissen müsst, wo ihr reguliert seid. Ich meine, wozu gibt es denn einen Kundendienst, wenn der Kundendienst keinerlei Fragen beantworten kann? Was ist denn das für eine hirnrissige Scheiße? Das ist Antwort, das ist Frage zu Finanzabteilung. Ja, aber das ist doch, was machst du da für einen Job? Das wenn ist Sie, doch. Wenn Sie Anzahlung machen, Sie können über die der Banküberweisung alle Daten sehen. License-Nummer und den Namen. Ich würde dir vorschlagen, du suchst dir ganz, ganz schnell einen seriösen und einen anständigen Job, weil das, was du da machst, ist kein seriöser Job. Ben, suchen Sie diese in Deutschland, Börse, okay? Wenn Sie möchten, alle Daten haben, suchen Sie in Deutschland. Ja, da gibt's das ja überall, da steht's ja auf jeder Webseite drauf. Wenn Sie Anzahlung machen, sofort, deshalb frage ich sofort, weil es sicher ist. Wenn Sie sofort machen, alle Daten dort. Ja, aber du merkst schon, dass du eigentlich die ganze Zeit nur geklöte Scheiße redest. Das ergibt alles gar keinen Sinn, was du mir sagst. Du rufst mich ja an, willst, dass ich ein Konto eröffne. Und dann sagst du mir, ich soll dir Fragen stellen und alles, was ich dich frage, da kommt nur Rotz dabei raus. Da ist ja nichts Sinnvolles dabei. Also da kommt doch wirklich nur Scheiße raus die ganze Zeit. Entschuldigung, Bernd, aber ich habe nach Ihre alle Fragen beantwortet. Nee, eigentlich nicht eine einzige. Also tatsächlich nicht eine einzige Frage. Sie möchten License-Nummer und diese Frage nicht für mehr, zur Finanzabteilung. Wenn ja, aber Sie sofort machen, Sie haben diese Nummer. Ja, aber habt ihr da keine Leute sitzen, die wenigstens 3 Meter irgendwie intelligenter sind? Weil das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, was du da für einen Dreck laberst. Sie klingen nicht gut. Ja, naja. Und bei euch kommt nur Kacke. Also von daher, was soll ich denn davon halten? Ihr seid doch einfach nur ein Betrüger und ein Abzockerunternehmen. Ich möchte Ihnen
helfen. Ja, das merke ich davon nicht. Entschuldigung, dass mein Deutsch ist nicht so gut ja. für Ihnen. Okay. Traurig. Aber warum ruft ihr dann an, wenn ihr nicht mal vernünftig durchreden könnt? Ich meine, das macht da überhaupt gar keinen Sinn. Wer fällt denn auf so eine Scheiße rein? Sie haben Ihre Mitteilung bei uns hinterlassen. Ich habe eine Mitteilung hinterlassen. Habe euch eine SMS geschrieben mit einem Herzchen drauf. Genau. Und ein bisschen Parfüm an den Umschlag. Ich werde Kontomanager bitten. Okay? Wo waren die Mitteilungen? Habe ich die bei euch an den Kühlschrank gemacht? Morgen. War das schon Klebezettelchen? Sie haben alle Antworten. Okay? Ihre Kontomanager wird Ihnen telefonieren. Okay? Ach Gott sei Dank konntest du 45 Minuten keinen weiter beschalten. Das ist ja schon mal auf jeden Fall ein Erfolg, ja. Wenn Sie möchten jetzt aktivieren, machen wir Aktivierung. Wir haben alle Sicherheit hier. Okay? Kein Problem. Wir machen kein Problem zu Ihnen. Hm. Okay? Jetzt ich möchte Ihnen dabei helfen und dann machen wir einen Termin mit Ihrem Kontomanager. Er wird alles erklären, kein Problem. Okay, ja, dann soll der mich anrufen. Ich möchte, dass und alle Leute möchten, dass Sie zufrieden sein. Bestimmt. Kein Problem. Bam. Okay, wir machen Handelskonto zu 200 Euro, nicht zu Millionen. Was ist daran jetzt witzig? Also ich finde das jetzt nicht, eigentlich finde ich es eher traurig da bei euch. Keine Angst. Okay, vertrauen Sie bitte, dass alles sicher und legal. Okay? Das ist ja ein super Stichwort, ja. Okay. Dann was machen wir? Na, ich würde sagen, du verbindest mich mit einem Kontoberater. Okay. Mhm. Bitte öffnen Sie Gmail. Konto? Habe ich ja nicht. Ja, machen wir jetzt, okay? Nein. Nein? Nein. Sie möchten nicht? Nee, ich habe dir doch meine E-Mail-Adresse gesagt, die du dafür nehmen kannst. Ich mache jetzt hier noch nicht noch eine neue. Außerdem muss man bei Google seine Telefonnummer mittlerweile angeben, wenn man ein neues Postfach da haben will. Habe ich auch keine Lust zu. Ja, dann ändern wir jetzt die E-Mail-Adresse. Habe ich ja schon gesagt, an welche ihr das jetzt hier schicken könnt. Dann können wir den Bums ja hier fertig machen. Ja, aber diese Adresse ist nicht richtig. Ja, aber dafür kann ich doch nichts dafür, wenn da bei euch irgendwie nur komische Leute arbeiten, die nichts richtig machen können. Ich meine, ihr habt ja nicht mal eine deutsche Seite, da fängt es ja schon an. Geschweige denn, dass da irgendwie eine Telefonnummer oder sowas draufsteht. Moment, ein Moment bitte. Ja. Genau. Also das ist wirklich Wahnsinn, ne? Also wenn ich auf Live-Support drücke, dann soll ich meinen Personalausweis gleich hochladen. Keine Kontaktdaten, keine deutsche Sprache. Naja, was man hier eintragen kann, Callback. Mhm. Mehr aber auch nicht. Tja, und bei FAQ ist nicht mal was drin. Tja, so wird das nix. Hallo, Bernd? Bitte schreiben Sie Telefonnummer von unserer Kundendienstabteilung. Ich soll eine Telefonnummer aufschreiben. Ja, bitte, von Kundendienstabteilung. Ja, und wer geht denn da ran? 4420. Was 54? Fängt eine Telefonnummer nicht mit einer 0 an? Das ist Englisch Telefonnummer von London. Ja, und wer bezahlt mir das? Ich weiß nicht, welche Apparate haben. Ja, nach England kostet ja Geld. Okay. So. Dann, wenn Sie möchten, ich will Ihnen Kontomanager bitten. Ja, sag mal die Nummer. 4-4. Mit einer 4 fängt die Nummer an, ja? 4-4. Ja, 4-4. Ja. 2-0. 2-0. 3-9. 3-9. 8-7. 8-7. Ja, 7-6. 7-6. 2-6. 2-6. Das ist die Telefonnummer von unserer Kundendienstabteilung. Ja, und wer geht da ran? Wer geht denn da ran? Ist ungültig. Gibt's nicht die Nummer.
wenn Sie nach diesem Telefon rufen, Sie können unsere Kundendienstabteilung kontaktieren. Ja, hast du doch, geht nicht. Gibt's nicht die Nummer. Dann bitte schreiben Sie unsere Adresse. Ja, UK, London. Ja, ich dachte Telefon. Wo ist denn die Nummer jetzt, wo ich anrufen soll? Bernd. Ja. Ich bitte Ihre Kontomanager, Ihnen telefonieren, okay? Ja, sag Nummer. Ja. Bitte warten Sie auf Telefon. Wie? Auf was soll ich denn jetzt warten? Bye. Hallo, ich spreche gerade mit Frau Monika. Mhm. Hallo? Ja. Ich grüße Ihnen, mein Simon Meyer, und ich bin der Co-Manager von der Firma Patinex. Sie haben gerade bei uns eine Anmeldung gemacht, ist das richtig? Ja. Und wie gesagt, ich habe diese Anmeldung gemacht, weil ich sehe gerade im System, dass Sie haben eine Anmeldung bei uns gemacht. Ist das richtig? Ja. Okay, und wie heißen Sie mit Name und Nachname? Wieso wollen Sie das wissen? Ich schicke deine Mutter. Ja. Warum? Soll ich dich ficken? Ja. Was? Spreche ich da bitte? Also, sind Sie Herr Gerold Steiner? Ja, natürlich. Ich grüße Ihnen, mein Name ist Simon Meyer. Ich bin der Co-Manager von der Firma Platinex, weil Sie bei uns eine Anmeldung gemacht haben, richtig? Ah ja, super. Hm. Haben Sie diese Anmeldung gemacht? Ja, natürlich. Ja, und das bedeutet, dass Sie aber ein Interesse zeigen, Geld zu verdienen. Mhm. Okay, wollen Sie gerne einen Kontakt? Was für eine Karte verwenden Sie? Master Visa? Wie bitte? Was für eine Karte verwenden Sie? Master oder Visa? Ich benutze eine Visa-Karte. Sie benutzen eine Visa-Karte? Ja. Yep. Okay, lesen Sie mir bitte erstmal die Kartennummer vor. Mhm. Ja, lesen Sie mal eine. Die Kartennummer, die ganz lange Nummer, ja? Ja, lesen wir mal vor. Ja, das ist 4432 0841. Mhm. Dann haben wir die 6804. Okay. Also du kleiner Bastard, du weißt ja, dass die Visa-Karte nur mit 60 Stelle genommen ist, du Hurensohn. Was? Dass du auf YouTube-Video machst, du kleiner Bastard, Alter, die Visa-Karte ist nur mit 16 Nummer, ja, nicht mit 1000, wie sie sagen. Du kleiner Hundesohn, Alter. Wieso sind Sie... Und mach doch keine Anmeldung mehr, dein Leben, du kleiner Bastard. Ja, wieso sind Sie jetzt so beleidigend? Das sagt man aber nicht. Anmeldung, das heißt, ja. Presse, aber sowas sagt man doch nicht. Das ist nicht anständig. Mach mal eine Anmeldung und dann ich schicke dein Leben und ich schicke die ganze Video, was du machst. Ja. Ich schicke die ganze deine Generation, du kleine Bastard. Ja. Und das aber wenn du nur einmal machst, dann ich schicke dein Leben. Oh, das ist aber wirklich nicht anständig, was du da sagst. Was bist du für ein Hurensohn? Wie hast du mal Zeit, solches zu machen, du kleine Bastard? Aber warum redest du so schmutzig? Junge, ich krieg deine Mutter, was für Schmutz, du kleine Bastard. Das sagt man doch aber so nicht. Digga, hast du eine Schwester, Digga? Ja, ich habe eine Schwester. Okay, bring mal deine Mama, ich mach dir ja nur eine. Was? Bring mal deine Mama, ich mach dir nur eine Schwester, dass du zwei Schwestern hast dann. Okay. Kleine Bastard. Das kann man so. Ja. Ja, verpiss dich, du kleiner Gestell, Digga. Ja, warum seid ihr so nett am Telefon? Was hab ich dir gesagt? Ja, du hast gesagt, ich soll mich noch ganz oft anmelden heute. Aber wenn du das machst, dann krieg ich dann dein Leben, Alter. Schick mal die Adresse, wo du wohnst. Ja, die steht doch im System bei euch, oder nicht? Schick mal die Adresse, wo du wohnst, du kleine Bastard, Alter. Hast du mal Geld verloren, deswegen machst du diese Anmeldung, ja, du kleiner Hundesohn? Ja, soll ich dir die Adresse... sagen? Ja, kannst du auch sagen. Ja, das ich schick dir eine E-Mail und dann kannst du auch schreiben, du kleine Bastard. Ja, ich sag dir die Straße, das ist die... Ja? Wieder und wieder. Mhm. Nee, wo sitzen Sie jetzt? In Herbestadt? Oder in Saalstedt? Was? Wo sitzen Sie jetzt? In Herbestadt? Ja. Genau. Herbestadt. Mhm. Die Straße? Ja. Die Braunschweiger Straße 77. Wie? Braunschweiger Straße 77. Braunschweiger Straße? Mhm. 77. 77. Hm. Alles klar. Ja. Danke schon. Ja, gerne.
tschüss. Ja, bis bald. Cool. Ja, wir hören uns ja bestimmt noch ein paar Mal. Wir werden uns hören. Ja, ich denke auch, dass wir uns noch mal hören. Gleich sehen. Verplemper gerne mehr deine Zeit. Ist klar. Ja, verplemper noch ein bisschen deine Zeit. Ich werde ein kleines Bruder für sie machen. Ja. Machst du das? Ja. Alles klar. Hallo? Hallo, guten Tag, hier Fatima Nach, Ariane Torres am Apparat. Ihre Anschlusspartnerin von der Firma Elite Solutions. Ja. Sie sind gerade online auf unserer Plattform, korrekt? Ja, genau. Die Seite ging hier gerade auf. Genau, also. Okay, also, Sie haben mit Software, also mit Bitcoin, diese Interesse geäußert, korrekt auch? Ja, genau. Hier stand, dass man in 7 Tagen Millionär werden kann. Ah, okay. Also, hier warten wir noch. Natürlich, also, wir sollen auch in Realität bleiben, ja? Ja. Und also... Nicht gut? Okay. Ja? Hallo? Hallo? Guten Tag, Herr Glaubledermann, hier spricht Jan Brandig von Firma Investum. Ich telefoniere Ihnen bezüglich Ihrer Interesse an unserem Investmentprogramm. Ah ja, schön, ja. Also, hätten Sie gerade Zeit, ja? Ja, genau. Haben Sie schon Erfahrung in unserem Bereich? Ne, gar nicht. So, ich erkläre Ihnen kurz, wie das alles bei uns abläuft. Ah ja, das ist schön. Wir erstellen für Sie ein Handelskonto, mit dem Sie die Möglichkeit haben, auf Finanzmarkt die Finanzinstrumente zu kaufen und verkaufen. Sie bekommen von unserer Seite einen Broker, Senior Account Manager. Was ist das? Das ist ein Broker, mit dem Sie weiter arbeiten werden, und er wird Ihnen Schritt für Schritt alles zeigen, wie es alles funktioniert. Also, per telefonisch wird Sie unterstützen. Okay. Er wird Sie erklären, wo Sie was sehen können, und er wird für Sie auch die Pläne erstellen. Also, was Sie sehen, wie viel pro Monat Sie verdienen können. Ja. Einzige, was Sie brauchen, ist Ihr Handelskonto für 250 Euro aktivieren und auch machen die Verifizierung mit Ihrem Personalausweis. Darf ich Sie fragen, was machen Sie beruflich? Beruflich? Da gehe ich putzen. Ach so. Und wie viel haben Sie ungefähr pro Monat? Pro Monat? Also ich meine ausgezahlt oder brutto? Netto. Netto. Netto habe ich ungefähr 2.800 Euro. 2.800 Euro? Okay. Das heißt, dass Sie können also von 250 Euro einsteigen? Ja, na klar. Sehr gut. Haben Sie schon E-Mail bekommen von unserer von InvestmentView? Weiß ich nicht. Ich kann ja mal nachgucken. Haben Sie was geschickt? Haben Sie Google Mail, ja? Die habe ich schon lange nicht mehr. Ach so. Bei mir steht E-Mail Klabautermann aus Klabauterhausen. Ja, das war meine alte E-Mail-Adresse. Das, also wenn da Google Mail dahinter steht. Können Sie mir die neue E-Mail-Adresse geben? Ja, das ist einfach das gleiche, was da steht, nur denn hinter dem Ad kommt dann nicht Google Mail, sondern mdccfun.de. Mdcc? Ja, und dann fun.de. Dann kommt es an. Aha, ich habe geschickt, ich habe geschrieben. Ja, jetzt gerade? So, jetzt warten Sie kurz einen Augenblick. Ich schicke eine unserer E-Mail. Na klar, ich kann warten. So, einen Augenblick, einen Moment bitte. Ja. Webseite. So, jetzt habe ich geschickt. Können Sie bitte das E-Mail überprüfen? Sie sind sehr leise. Ich habe nichts verstanden. So, überprüfen Sie bitte Ihre Mailbox. Ja, jetzt verstehe ich Sie wieder. Warten Sie, ich gucke mal. Ist abgestürzt. Muss ich mich nochmal anmelden, warten Sie?
Okay. Ja, hier kommen so viele E-Mails rein. Das ist schon ganz schön langsam, das Postfach. Muss ich bestimmt mal aufräumen. Ah, okay. So, jetzt lädt die Seite erstmal neu. So, jetzt sehe ich schon neue Nachrichten. So, warten Sie. Jetzt steht hier, Ihre Registrierung ist beinahe abgeschlossen. Von Jansson Vogel. Nein, könnte nicht sein. Nee, von, ich habe von Jan Brandik geschickt jetzt. Ach so, okay. Ja, nee, da ist noch nichts angekommen. Habe ich richtig geschrieben? Sie haben mir gesagt, mdccfan.de, also Doppel-C, ja? Genau, das ist dann... Ach so. Okay, einen Moment bitte, ich habe falsch geschrieben. Ach so. Nochmal bitte. Na gut, dann dauert das noch. Aha. Bei Ihnen ist jetzt so laut im Hintergrund. Ach so. Ja, jetzt... Besser? Jetzt sind Sie wieder leise. Aha, jetzt wieder leise, wir können das wieder zu korrigieren. Ah, jetzt? Nee, können Sie da mal die Musik ausmachen, dann würde ich Sie besser verstehen. Okay, ein Augenblick bitte. So, okay. Ich habe schon leise gemacht. Checken Sie bitte Ihre Mailbox bitte. Ja, ich gucke da nochmal rein, aber bei Ihnen ist die Musik immer noch so laut im Hintergrund. So, jetzt habe ich es wieder leise gemacht. So, mal nochmal aktualisieren. So, da ist aktuell noch nichts drin, nein. Aber Sie können ja auch buchstabieren, die Seite, dann gehe ich da einfach drauf. Okay, dann ich buchstabiere mal. Haben Sie vielleicht auch ein SMS bekommen? Nee, eine SMS habe ich noch nicht gekriegt. Aber Sie müssen wieder lauter sprechen, weil ich höre Sie nicht mehr. Aha. Okay, einen Moment bitte. So, schreiben Sie dann bitte I wie Isabel. Sie müssen lauter reden, ich höre Sie nicht. Also, I wie Isabel. Warten Sie, ich mache ein neues Fenster auf. Jetzt ein I, ja? Genau. Dann N wie... Das habe ich nicht gehört, Sie sind sehr leise. Also, wie Isabel, N wie Nordpol. Ein N, ja. Dann weiter V wie Victor. Ja. E wie Emil. Ja. S wie Samuel. Ja. T wie Theodor. Ja. Dann I wie Ida. Ja. Dann N wie Nordpol. Ja. Und dann G wie Gustav. Jetzt bin ich raus. Warten Sie mal. Also ein I, ein N, ein V. Nein, ein V, richtig, also Investing. Investing? Invest, ja, und dann? Dann Investing, U. Investing, und dann V wie Victor, I wie Ida. Ja. E wie Emil. Ja. Und dann W wie Wilhelm. Ah ja, und dann Punkt? Punkt.de. Punkt.de, Die Seite wurde nicht gefunden. Ah, Entschuldigung, Investing View und dann meinte S. Investing Views. Also ich kann geschrieben Investing View und dann S.de. Ja, wurde auch nicht gefunden. Also in Invest G und dann Views.de. Ich probiere nochmal. Sie sind sehr leise, man versteht Sie nicht. I wie Ida. Ja, aber Sie müssen unbedingt lauter sprechen. Ich höre Sie nicht. Also, I wie Ida. Ja. V wie Victor. Ja. E wie Emil. Ja. S wie Samuel. Ja. T wie Theodor. Ja.
I wie Ida. Ja. L wie Nordpol. Ja. G wie Gustav. Ja. Dann V wie Viktor. Ja. Dann I wie Ida. Ja. Dann E wie Emil. Ja. Dann W wie Wilhelm. Ja. Und dann S wie Samuel. Ja. Dann Punkt. Ja. DE. DE, hm. So. Die Seite konnte nicht gefunden werden. Also so wie Sie mir das sagen, gibt es die Seite nicht. Dann probieren Sie anstatt DE, schreiben Sie .org. .org, hm. Genau. Nennen Sie. .org. Die gibt es auch nicht, die Seite. Das ist echt komisch. Ja, also so wie Sie mir das buchstabieren, habe ich das eingegeben. Investingviews.de oder .org gibt es beide nicht. Darf ich fragen, welche Browser benutzen Sie? Mit Google Chrome probieren Sie reingehen, oder? Nö, der ist ja auf Firefox basierend, der Browser. Ah, Firefox. Hm. Ja, aber am Tor-Browser geht's auch nicht. Also die Seite gibt das nicht. Die gibt's nicht, die Seite. Vielleicht haben Sie andere Browser, zum Beispiel Google Chrome oder... Aber Sie sind wieder ganz, ganz leise. Also vielleicht haben Sie andere Browser, wie Google Chrome zum Beispiel. Ja, habe ich auch. Oh, können Sie da probieren mal? Ja, dann kopiere ich das mal darüber. Mhm. So. Jetzt habe ich hier den Google-Browser auf. Brauche hier noch einen Moment, bis der funktioniert. So, jetzt. So, und jetzt kopiere ich das da rein und da geht die Webseite auch nicht. Da steht, die Webseite ist nicht erreichbar. Also probieren am Ende wieder DE. Ja. Oder com. Dann mache ich nochmal DE. Nee, die ist nicht erreichbar. Die Webseite kann ich nicht aufrufen. Das gibt's so nicht. Wissen Sie was? Ich schicke jetzt ein E-Mail, ein SMS. Ein Augenblick. Sie bekommen das sofort. An meine Festnetznummer. Aha, richtig. Aha. Na, da bin ich mal gespannt, ob da eine SMS kommt. Ich habe jetzt. Sie sind unfassbar leise. Einen Moment bitte. Was? So, ich kann Ihnen. Vielleicht haben Sie, können Sie mir geben eine Mobilnummer. Sie kann ein SMS schicken an Ihre Mobilnummer. Mhm. Sie bekommen das sofort und dann können Sie das eingeben. Leise. Also können Sie mir geben Ihre Telefon, andere Telefonnummer, also Mobilnummer vielleicht. Na, reicht die eine nicht? Sie haben doch jetzt schon meine Telefonnummer. Hallo? Vielleicht haben Sie Scam das bekommen, also... Was habe ich bekommen? Also warten Sie bitte mal, einen Moment bitte. Ja, Sie müssen das da irgendwie mal mit der Lautstärke hinbekommen, das geht so nicht. Die ganze Aufnahmekacke nachher. Hallo? Ja? Schönen guten Tag. Mein Name ist Stefan Adler. Ich bin aus dem Support-Team. Wie ich verstehe, haben Sie dann kleine technische Probleme, richtig? Nee, ich nicht, aber Ihre Webseite, die geht nicht. Die Webseite geht nicht. Wie ich verstehe, rufen wir Sie auf die Festnetznummer, richtig? Ja, ganz genau. Haben Sie vielleicht eine Mobiltelefonnummer, damit wir Ihnen die Seite per SMS vielleicht senden können? Mm-mm. Dass Sie haben Sie nicht. Okay. So. Sie haben das auch richtig eingegeben, investingviews.de. Ja, das haben wir 3 oder 4 oder 5 Mal jetzt schon probiert. Die Webseite wird nicht aufgerufen. Da steht, dass die Verbindung mit dem Server fehlgeschlagen ist. Die Verbindung mit dem Server ist fehlgeschlagen. Sekunde, ich prüfe das mal von meiner Seite aus. Welche von den beiden Mails, die der Herr Brandig geschrieben hat, ist aktuell? Keine Ahnung, ich habe noch... Mail oder mit die MDCC? Die MDCC ist richtig. Die MDCC, okay.
Warten Sie mal, ich sende Ihnen gleich eine Testmail, ob die zu Ihnen kommt. Ja. Und checken Sie auch bitte den Spam-Ordner oder die Junkbox. Ja, aber wenn ich da drauf klicke, dann dauert das eine Weile, weil der ist ganz voll. Kein Problem, wir können warten. Das ist wie zu Hause, da mache ich den Mülleimer selten leer. Schauen Sie mal, bei mir steht, dass diese Mail irgendwo einen Fehler hat. Dann hat der Kollege was falsch geschrieben. Das ist Klabauter, Mannaus Klabauter, Hausen, fmdccfun.de. Genau, fun.de. fun.de. Gleich versuche ich es nochmal. Schauen Sie mal, könnte das sein, dass in der E-Mail Klabautermann mit 2N geschrieben wird? Nee, so wie es da steht bei Ihnen. Bei mir steht es mit einer N und da gibt mir das System einen Fehler, dass so eine E-Mail nicht existiert. Ich habe jetzt versucht, mit 2N das zu schreiben und die E-Mail ist durchgegangen. Müsste schon vielleicht bei Ihnen nur etwas sein. Warten Sie, ich aktualisiere das nochmal. Aber bei Ihnen ist das Telefon auch so wahnsinnig leise. Telefon leiser? Ja. Jetzt vielleicht ein bisschen besser? Ein bisschen, ja. Jetzt höre ich aber gar nichts mehr. Ich mache nur das Mikrofon aus, damit Sie irgendwelche Geräusche aus dem Hintergrund nicht stören. Ja, aber die Musik könnten Sie auch mal ausmachen, weil die stört auch. Weil wenn man sie schon nicht hört und dann da noch Musik läuft, das ist ganz schrecklich. Jetzt höre ich gar nichts mehr. Jetzt ist ganz, ganz leise. Hallo? Ich weiß nicht, wieso das Mikrofon wirklich so die Musik hört, weil die Musik ist ja wirklich leise und in diesem Office arbeiten wir leider nicht ohne Musik, damit die anderen Agenten nicht einander hören können und nicht stören. Aber die Musik macht's doch erst störend. Das stört doch da mit Musik. Ist zu Ihnen irgendeine E-Mail angekommen? Mann, ich aktualisiere nochmal. So, jetzt dauert das hier eine Weile. Ich habe gerade auf Spam geklickt und der Ordner, der dauert. Machen Sie das vom PC oder? Ja, ich mache das am Computer. So, nee, also im Spam ist schon mal nichts drin. Nee, aber ich kriege ja auch die ganze Zeit andere Nachrichten. Also nur von euch nicht. Aber eure Webseite geht auch nicht, eure E-Mail geht nicht. Alles kaputt. Das ist jetzt wirklich ein bisschen wirklich kaputt. Ja, Mikrofon ist auch kaputt, weil Musik ganz laut und sie ganz leise. Alles kaputt. Hallo? Ja, versuchen wir es mal so. Ich gebe Ihnen gleich den Kollegen wieder zurück. Er wird Ihnen seine eigene E-Mail buchstabieren und Sie probieren dann etwas auf die E-Mail zu senden, damit Sie irgendeinen Kontakt per E-Mail haben. Ja, das können wir machen. Okay, geben Sie mir bitte eine Minute. Hallo? Ja. Wir haben irgendwelche technischen Probleme. Ich buchstabiere meine E-Mail-Adresse. Kein Moment. So, dann mache ich jetzt hier mal eine neue auf. So, dann legen wir mal los. Dann schreiben Sie bitte. So, J. Ja. Dann A. Ja. Dann M. Ja. Punkt. Ja. Dann schreiben Sie weiter B wie Bertha. Ja.
R wie Richard. Ja. A wie Anna. Ja. N wie Nordpol. Ja. D wie Dietrich. Mhm. I wie Ida. Ja. Und dann K wie... kann man wieder mal sagen. Wie Kackwurst. Wie kaputt, ja. Können wir so sagen. Und dann? Dann weiter Ad. Mhm. Ad. Dann schreiben Sie ganz normal Investing. Investing, ja. Minus. Minus. Dann V wie Victor. Ja. Dann I wie Ida. Ja. Dann E wie Emil. Ja. Dann W wie Wilhelm. Ja. Dann S wie Samuel. Ja, und dann? .com. Und .com. Genau. Ja, aber hier hat ja jetzt die Domain einen Bindestrich. Das hatten wir ja vorhin nicht. Vielleicht liegt es da dran. So, wir haben die Webadresse ohne diese Minus. Ich probiere mal hier noch ein bisschen. So, probieren Sie mal. Nö, geht alles nicht. Also eure ganze Domain funktioniert nicht. Warum geht denn das da bei euch alles nicht? Funktioniert nicht. Also Jan, haben Sie geschickt, getrieben Jan? Die E-Mail habe ich gerade raus, aber da kam jetzt auch undelivered mail return to sender. Geht nicht, ist auch kaputt. Ist auch kaputt. Da kommt gleich zurück. Kein Problem, das passiert manchmal. Also, was können wir unternehmen? Interessant. Okay, vielleicht können Sie googeln. Investing View. Das kann ich mal probieren, ja. Ich bin sicher, das wird viel einfacher. So, habe ich eingegeben, aber da gibt es auch gar keine Google-Ergebnisse, also nicht so wirklich. Drei Stück. Also schreiben wir jetzt Investing, dann ja. Weiter View. Ja. Dann der ich probiere also auch selber. Ja, aber gibt jetzt hier kein Ergebnis, also. Wie sieht denn eure Seite aus? Ist die so dunkel? Dunkel, ja, richtig. Ja. Warte mal, tradingview.com habe ich jetzt hier als Vorschlag. Investmentview oder was haben Sie? Nee, das der Vorschlag ist Tradingview von Google. Eure Seite geht nicht. So, wissen Sie, was können wir machen? Haben Sie gerade eine Werbung angeschaut bei uns, ja? Weiß ich nicht, also ist ja nur schon eine Weile her, wir telefonieren ja auch schon ganz lange. Sie haben vor 20 Minuten eine Werbung angeschaut, erinnern Sie noch an was war das? An Bitcoin ja, mit an Bitcoin und so, ja. Erinnern Sie noch diese Webseite? Ja. Können Sie sich wieder registrieren, aber geben Sie bitte diese Mal Ihre eine richtige E-Mail-Adresse. Ihre aktuelle E-Mail-Adresse. Ich habe aber die Werbung gar nicht mehr auf. Aha. Können Sie vielleicht in Geschichte finden oder... Weil ich habe versucht, ein E-Mail zu senden, aber bei mir auch steht Fehler. Und wenn ich da eine neue schreibe und das so eingebe, dann kommt ja auch, dass die nicht zugestellt werden kann. Das baue ich alles kaputt. Alles kaputt. So, wissen Sie was können wir machen? Ich probiere selber googeln. Ja? Ja. Das dauert einen Moment bitte. Mhm. So. Investing View TE. Richtig, das ist sehr schwierig zu finden. So, einen Moment bitte. Mhm. Das ist das Problem, dass ich kann kein E-Mail an Sie schreiben und Sie leider auch. So haben wir diese Schwierigkeiten. Tja, weiß ich nicht.
Hier habe ich jetzt Investing View Erfahrungen. Da kann ich ja mal draufklicken. Probieren Sie mal. Ja. So, was steht denn hier so? Review. Aber das ist nichts, aha. Aber das ist ja. Ist das eine Seite mit roter Schrift? Nein, nein, nicht mit roter Schrift. So. Weil investingview.com funktioniert. Investingview.com funktioniert. Ja. Okay. Und was sehen Sie auf der Webseite? Na, da ist eine rote Schrift und da steht Modulus drüber und Trading Script. Aber was sehen Sie ganz oben? Modulus. Nicht eure Seite? Sehen Sie auf die Hauptseite etwas über Trading oder sowas? Ja, so sieht so aus, ja. Was sehen Sie ganz oben? Ganz oben. Oben ist rote Schrift, da steht Home, Products, Service, About Us und Kontakt Us. Und rechts und die rechte Seite sehen Sie anmelden oder sowas? Mhm, das steht da nicht. Vielleicht ist die gesperrt. Könnte sein. Das ist vielleicht manche Seiten sind gesperrt, aber unsere Seite hat immer funktioniert. Na, aber jetzt schauen wir nicht mehr. Das ist irgendwie eine interessante Funktion, aber machen wir keine Sorgen. Wir probieren. Das ist leider, Sie haben kein E-Mail, Mobiltelefon. Vielleicht haben Sie. Okay, probieren wir nochmal. Hier ist E-Mail laut. Klabautermann aus Klabauterhausen. Ja. Nur da, das ist die Wörter. Dann @mdc. CFUN. Ja. Und also C wie Cäsar. C wie Cäsar. C wie Cäsar, ja. Ja. mdc.fan.de. Ich habe versucht, zweimal auch ein E-Mail zu senden, aber leider. Von meiner Seite haben wir auch nicht solche E-Mails gefunden. Tja, weiß ich nicht. Also, hier kommen ja die ganze Zeit andere E-Mails an. Weiß ich nicht. Vielleicht wurde eure Domain schon gesperrt. Nein, könnte nicht sein. Ich habe heute E-Mails bekommen. Vielleicht ist ja jetzt erst gesperrt. Nein, sollte nicht sein. Wir arbeiten seit langer Zeit, seit 7 Jahren und hatten wir kein Problem. Ja gut, aber die Domain geht ja nicht, die E-Mail-Adresse geht ja nicht, geht ja gar nichts. Alles kaputt. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Okay, wir können die das für sehr kurze Zeit lassen. Was? Wie das funktioniert. Wir probieren, vielleicht haben Sie ein Mobiltelefon von jemandem. Ich kann an dieser Nummer eine SMS schicken. Nee. Und dann können Sie ganz selber sehen, die richtige Adresse, können Sie diese Adresse eingeben. Ja, aber die haben wir doch jetzt schon ein paar Mal durchbuchstabiert, die Adresse, mit verschiedenen Domain-Endungen und die gehen ja alle nicht. Und wenn ich nach euch google, dann kommt ja auch kein Ergebnis. Ich habe es schon selbst ausprobiert. Ja. Und bei mir. Aha. Können Sie ein bisschen warten, ein bisschen. Ja, ich kann warten. Also, wenn ich die Domain so google, dann kommt da gar kein Ergebnis. Denn tatsächlich, hier steht ungefähr 3 Ergebnisse und es sind auch 3. Und da kommt dann nur investingview.com. Ja, und wenn ich da drauf gehe, dann ist ja eine andere Seite. Jetzt habe ich noch eine blaue Seite. Ist ja interessant, öffnet sich was anderes. So, wissen Sie, was können wir machen? Ich kann von meiner Seite alles überprüfen. Hm. Nochmal. Und ich werde mit Ihnen
in kurzer Zeit kontaktieren. Vielleicht können Sie ein bisschen später sprechen mit mir. Zum Beispiel, weiß nicht, in halber Stunde, in einer Stunde, in zwei Stunden. Wann haben Sie wieder Zeit? Egal, einfach anrufen. Okay, ich probiere mich einfach später anrufen. Ich probiere alles nochmal selber überprüfen. Ganz in Ruhe, weil ich sehe, das dauert zum Anmessen so langsam. Ja. Nach dieser Überprüfung, ich melde sofort bei Ihnen und können wir probieren weitergehen. Also repariert ihr jetzt erstmal die Webseite und dann ruft er nochmal an? Nicht genau, reparieren die Webseite, ich überprüfe nochmal alle Informationen, die habe ich, Ihre E-Mail-Adresse. Ich überprüfe, vielleicht können Sie nicht von Google Home, überprüfe, wie können wir das googeln richtig und dann, wenn ich bereit bin, ich melde mich nochmal bei Ihnen. Ja, okay. Ja, danke sehr für das Gespräch, dann bis später. Alles klar. Danke. Ciao. Tschüss. Hallo, guten Tag, schön, dass ich mit Herrn Luise. Nee. Wie heißen Sie bitte? Für wen möchten Sie denn sprechen? Mein Name ist Megan, ich melde mich von der Firma Zolich Talks. Geht es um Onlinehandel? Weil Sie schon Interesse über Onlinehandel gezeigt haben, richtig? Ja, da hatte ich Interesse, aber mit wem möchten Sie denn sprechen? Luis Müller. Ach so, ja. Sie haben eine Anmeldung gemacht. Ja. Und ich bin der erste Sprachler und ich werde Ihnen helfen, für Ihr Handelskonto zu aktivieren, Herr. Ja, weiter? Ich werde Ihnen eine E-Mail gesendet. Ja, weil das heißt ja nicht Herr. Nochmal? Sie müssen mich schon mit einem Namen ansprechen, das ist sonst unhöflich. Hallo? Wie heißen Sie bitte? Ja, haben Sie doch vorgelesen. Ja, wie heißen Sie? Ja, haben Sie doch vorgelesen, steht doch da bei Ihnen. Sie müssen doch das nur benutzen, was da steht. Ihre E-Mail-Adresse steht lulu.pikmomo@gmail.com? Ja, genau, aber das, der Name... Luis Müller. Ja, genau. Okay, ich werde Ihnen eine E-Mail gesendet haben. Okay. Okay, einen Moment. Warum lachen da so viele Leute bei Ihnen im Hintergrund? Ganz kurz, bitte. Ja, Sie haben doch angerufen. Jetzt soll ich auf einmal warten? Was ist denn das? Auf welche Webseite war das denn? Ich weiß die nicht mehr auswendig. Hallo? Ja, ich würde Ihnen eine E-Mail gesendet. Ja, können Sie mir nicht den Link sagen? Von, oder wie die Seite heißt? Ja. Ja, und? Und wir hatten eine Kontoaktivierung, Ihre Konto. Ja, aber wie heißt denn die Seite mit dem Konto? Nochmal? Ja, wie die Seite heißt. Stocks. Ach so. So, bin ich jetzt drauf, ja? Was soll ich da machen? Schauen Sie meine E-Mail. Habe ich jetzt noch nicht geguckt, aber machen Sie mal die Musik da aus im Hintergrund. Hallo? Hallo? Ja, wenn Sie nicht mit mir sprechen wollen, dann weiß ich auch nicht, was das werden soll. Hallo, guten Tag, spreche ich mit dem Herrn Müller? Ja. Hallo, ich grüße Sie, mein Name ist Ria und ich melde mich von der Firma Solidstocks, weil Sie Interesse an unserem Online-Handel gezeigt haben, ist das richtig? Ja. Und warum sind Sie jetzt dran? Warum nicht mehr die Frau? Bitte? Warum sind Sie jetzt am Telefon und nicht mehr die Frau? Weil ich Ihnen besser helfen kann. Ist die andere Frau zu inkompetent, oder warum? Bitte? Ist die Frau zu inkompetent, oder warum? Nee, das hat damit nichts zu tun, sondern die hat es mir übergeben, damit ich Ihnen weiterhelfen kann. Ja, aber das hat die nicht mal gesagt. Bitte? Das hat die aber nicht mal gesagt. Brauchst du auch nicht zu sagen. Ja doch, wenn man einfach Leute am Telefon weitergibt, dann sagt man das schon. Ja, ich bin, Ihr Kollege. Ja. Ja, aber warum hat sie mir das nicht gesagt, dass sie jetzt... Ja. Sie hat mich doch angerufen. Warum geht sie denn wieder weg, wenn sie mich anruft?
Soll ich ihn wieder mit meinen Kollegen verbinden? Ja. Hallo? Hallo? Ja, nochmal. Ja? Ja, jetzt sind Sie wieder dran? Ja. Ja. Und nun, was ist jetzt? Was machen wir jetzt? Was werden Sie mit mir sprechen? Ja, na, Sie haben doch angerufen. Hallo. Hallo? Hallo, Herr Patmanach. Ja, wer ist denn da? Gabi Winter am Apparat wieder? Ja. Aha, möchten Sie wieder unser Gespräch aufnehmen, ja? Okay, stellen Sie bitte dann die Fragen. Ja, machen Sie den Job da gerne. Aha, okay. Ja, machen Sie den Job gerne. Mein Job? Okay, mein Job ist, den Kunden dabei zu helfen, Konto erfolgreich zu aktivieren. Nein, falsch. Was denken Sie? Wissen Sie besser als ich? Ja. Okay, und wovon? Haben Sie selber dort gearbeitet oder wovon haben Sie so große Informationen? Ja. Okay, das bedeutet, Sie haben auch gleich einen Job gemacht? Ja. Okay, und? Ja. Dann können Sie selber erzählen, oder? Wo sitzt denn Ihre Firma? Das ist nicht Ihre Sache. Doch. Nein, das ist überhaupt nicht Ihre Sache. Wo ist denn die Firma registriert? Die Firma ist in Deutschland registriert und Hauptsitz ist in Frankfurt. Und warum geht eure Telefonnummer nicht zurückzurufen? Dafür haben wir andere Nummer, wo Kunden jederzeit zurückrufen können. Dass das illegal ist, wisst ihr? Nein, das ist überhaupt nicht illegal, was wir machen, deswegen arbeiten wir. Doch, sonst das ist illegal. Sonst würden wir nicht arbeiten, oder? Ja, doch, ihr arbeitet halt illegal, ist euch doch egal. Bundespolizei ist schon wach, oder? Wenn wir was Illegales machen, dann gibt es ja die Bundespolizei, oder? Wissen Sie, was eine Fangschaltung ist? Natürlich, ja. So, sind Sie fertig? Nö. Was verdient ihr denn so am Tag da? Ich persönlich oder unsere Firma? Na, fangen wir mal mit dir persönlich an. Das weiß ich nicht. Ach so, und die Firma? Das weiß ich auch nicht. Okay. Wir rechnen das monatlich, nicht täglich. Ja, und wie viel ist das im Monat? Also kam 5.000 pro Person. Okay. Und wie viele Leute habt ihr schon abgezockt? Wie viel Mal haben Sie bei uns registriert? Das habe ich nicht mitgezählt. Ich habe auch das nicht mitgezählt. Ja. Und wie viele Leute rufst du so am Tag an? Zurück oder ich? Ja, du. Nutzen Sie nicht, bitte. Ich mach das nicht. Mir egal. Wie viele Leute rufst du denn so am Tag an? Also, weiß ich nicht, wer sind Sie, aber Sie sind Loserkuh eigentlich. Sie haben keinen Job, kein Leben und Sie sind jeden Tag damit beschäftigt, diese scheiße Sache zu machen. Und ja. Weiß ich nicht. Schönen Tag noch, ja? Ich denke, ich werde ein Bestandteil von deiner Arbeit. Du wirst mich ganz oft sehen und hören. Sehen Sie, Herr Omid? Ach so, okay. Viel Erfolg dann, ja? Ja, tschüss. Bis demnächst. Tschüss. Tschüssi. Herr Klabautermann, hier spricht wieder Jan Brandig. Wir haben heute versucht, unsere Webseite zu besuchen. Können Sie sprechen? Ja. So. Ich habe heute mit zwei Kunden schon gesprochen und ich habe mit unseren Kunden durch Safari und Google Chrome unsere Webseite besucht. Und mit zwei Kunden habe ich jetzt gleich Konto aufgesetzt. Also, wenn Sie möchten, können wir noch mal probieren. Ich habe auch probiert, noch eine E-Mail schicken an Ihre E-Mail-Adresse. Ja. Also, at
mdcc-fan.de. Also mit Minus, ja? Nee. Ohne Minus. Ohne Minus habe ich auch probiert, aber leider geht nicht. Ich weiß nicht. Ich kann nicht ihre Domain finden. Warum? Irgendwie kann ich nichts ändern. Ich kann auch nicht diese Webseite gefunden. mdcc-fan.de. Ich habe gefunden nur mdcc-fan.de. Mm-mm. Okay, also schauen Sie mal. Ich kann probieren, Ihnen nochmal buchstabieren. Mm-hmm. Aber diesmal das ist 100%, weil ich habe schon mit einem Kunden das dasselbe gemacht. Ich habe wieder auf buchstabiert. So. Sind Sie jetzt mit dem Rechner? Ja. Okay. Dann probieren wir mal. Schreiben Sie bitte. Ich soll schreiben. Mhm. Geben Sie auch Ihre diese E-Mail-Adresse. Aber nicht Google, aber schreiben Sie direkt, also Webseite. Ja. So. Schreiben Sie bitte. I wie Ida. Ein I, ja. Ein I wie Ida. Dann weiter N wie Nordpol. Moment, ein IN, ja. Dann V wie Victor. Hm. E wie Emil. Ja. S wie Samuel. Hm. T wie Theodor. Ja. I wie Ida. Hm. N wie Nordpol. Ja. G wie Gustav. Was? G wie Gustav. Ja. V wie Victor. Ja. I wie Ida. Mhm. E wie Emil. Ja. W wie Wilhelm. Was? W wie Wilhelm. Mhm. Und S wie Samuel. Ja. Punkt. Mhm. O wie Otto. Ja. R wie Richard. Mhm. Und G wie Gustav. Okay. Können Sie bitte wiederholen? Ja. Die Webseite, da steht jetzt Access Dienst. This website is available in your country. Können Sie bitte die Webseite wiederholen? Einfach. Was haben Sie schon geschrieben auf Ihrem Browser? Investingviews.org. Aber da steht, dass die Webseite aus diesem Land nicht erreichbar ist. Schauen Sie mal, Sie sind in Deutschland, ja? Mhm. Also in Deutschland? Ja, nicht erreichbar. Wenn ich mich auch aus Vereinigten Staaten anmelde, dann geht's. So, ich habe eine Frage. Nutzen Sie vielleicht VPN? Mhm. Nutzen Sie, ja? Ja. Können Sie bitte Ihre VPN ausschalten? Vielleicht? Nein. Und probieren? Möchten Sie nicht? Mhm. Warum? Weil ich nicht möchte, dass man meine IP sieht. Wer kann Ihre IP sehen? Und wofür? Na, jeder, auf den ich die Webseite besuche. Mhm. Und das muss man ja nicht sehen. Dafür ist ja ein VPN da. Also, mit VPN kann ich jetzt gut verstehen, weil, bitte dann, nutzen Sie VPN von einem europäischen Land. Ja, wenn ich Deutschland nehme, dann geht's nicht. Schweiz. Probieren Sie Schweiz. Ja, wie gesagt, aus Vereinigten Staaten von Amerika kann ich's aufmachen. Nein. Probieren Sie das von Schweiz machen. Ja doch, aber da kann ich's doch aufrufen. Können Sie probieren, das von Schweiz machen, weil das wird, okay, wenn Sie möchten das machen von USA, probieren Sie mal, wie das lieber für Sie. Ja, da habe ich die Seite dann auch. Haben Sie, ja? Hm. Was sehen Sie ganz oben? Blaue Seite. Hm? Was sehen Sie ganz oben? Einen blauen Balken. Blau Punkt. Können Sie etwas lesen? Was sehen Sie? Für Investing Views. Mhm. Unter G. Hä? Unter. Was sehen Sie ganz oben rechts? Anmelden oder registrieren? Das ist auf Englisch. Drücken Sie auf Anmelden. Steht da oder nicht. Login? Ja, Login. Oder sehen Sie alles auf Englisch? Drücken Sie auf Login. Ja. Und jetzt sehen Sie Anmeldeseite. Hm. Aber sehen Sie vielleicht das auf Englisch? Ja. Drücken Sie ganz oben rechts auf Englisch. Nee, auf Deutsch.
Und weil Sie Deutsch, genau. Ja. Super. Jetzt geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse ein. Mhm. Aber die Adresse, die haben Sie bei uns eingegeben. Klabauter Mann aus Klabauterhausen at googlemail.com. Mhm. Und dann später werden wir dieses E-Mail ändern. Ja, und das Passwort? Ich erstelle jetzt für Sie ein fertiges Passwort. Hm. Ein Augenblick. Yep. Wir werden dieses Passwort später ändern. Mhm. So. Also ein Augenblick bitte. Mhm. Darf ich Sie fragen, wie alt sind Sie? 29. 29? Mhm. Also fast 30. Mhm. Wann haben Sie Geburtstag? Ich? Ja. Am 17.07.92. Also, in diesem nächstes Jahr haben Sie 30 Jahre alt. Ich frage, weil normalerweise arbeiten wir mit Kunden, die älter als 30 Jahre alt sind. Warum? Solche Bedingungen haben Sie, also wegen die... Also manche Kunden wissen, was machen Sie, ja? Hm. Was Sie investieren oder was erwarten Sie unsere Kunden eigentlich? So. Ich habe jetzt ein Passwort für Sie. Mhm. Geben Sie bitte ein Passwort. Ja. I wie Ida. Mhm. O wie Otto. Mhm. 4545. Mhm. Und dann klicken Sie bitte auf Login. Geht nicht. Welches E-Mail haben Sie eingegeben? Klabautermann aus Klabauterhausen at googlemail.com. E-Mail, also Passwort, ja? I wie Ida. Mach nochmal einen Moment. I, hm? Dann O wie Otto. Hm. Das ist klein geschrieben. Ja. 4545. Ne, geht nicht. Geht nicht. Okay. Gut. Einen Moment bitte. Hm. So, schreiben Sie Klabautermann aus Klabauterhausen mit ein N. Also Klabautermann, aber Mann mit ein N. Mhm. Sie haben von Ihnen bekommen E-Mail. Mhm. Klabautermann, aber mit ein N. Ja. Nicht Doppel N. Ja. Probieren Sie sich so Ihre E-Mail-Adresse eingeben und probieren Sie sich wieder einloggen. Mhm. Und sagen Sie mir Bescheid. Was soll ich Bescheid sagen? Sind Sie schon auf der Webseite oder noch nicht? Auf welcher Webseite? Auf Ihre persönliche Handelskonto. Nee, da kann ich mich nicht einloggen. Hm. Können Sie sagen, welche E-Mail-Adresse haben Sie eingegeben? Na, Klabautermann aus Klabauterhausen at googlemail.com. Genau, richtig. Ja. Es gibt keine doppelte Buchstaben, ja? Ja. Und auch mit Mann haben Sie einfach Mann wie auf Englisch eingegeben, ja? Was? Haben Sie auch Mann mit ein N eingegeben, ja? Ja. Ein Moment bitte. So, ich kann Ihnen anbieten, die Unterstützung zu durch Anydesk oder zum Viva. Ich kann auf Ihrem Bildschirm sehen, was sehen Sie, aber ich kann nicht verwalten Ihres Bildschirms. Ich kann nur sehen und ich kann Ihnen einfach sowas begleiten. Für nichts mehr. Also in diesem Fall... leise. Leise, Entschuldigung. So, ich kann Ihnen begleiten mit solcher Möglichkeit. Sie können installieren ein Programm. Entweder Anydesk oder TeamViewer. Hm. Probieren wir mal so. Und dann? Und so was kann ich hier mit auf Ihrem Bildschirm alles zeigen. Ich kann sagen, ich kann sehen, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm, aber ich kann nicht etwas verwalten. Hm. Aber Sie geben mir Zugang. Und ich kann sehen, was sehen Sie. Ja. Haben Sie Anydesk oder TeamViewer? Nee. Okay.
Können Sie eine Desk installieren? Ja. Also, schreiben Sie bitte in Google. Ah, wie Anton? Nee. Nochmal bitte? Nee. Also, möchten Sie installieren oder nicht? Mhm. Also, Sie haben ja ja gesagt. Nee, Sie haben nur gesagt, ob ich das kann. Und da habe ich gesagt, ja. Ah, Sie können das machen, aber Sie möchten das nicht machen. Genau. Okay, ja, was möchten Sie eigentlich machen? Wie bitte? Was möchten Sie eigentlich machen? Wie ist die Frage gemeint? Direkte Frage. Ich habe verstanden, Sie haben sich bei uns registriert und Sie möchten auf unserer Webseite passives Einkommen verdienen, ja? Und ich möchte Sie begleiten. Ich habe Ihnen doch gesagt, ich kann nicht Ihre Spischen verwalten. Und von diesem Moment, ja, wir können nicht weitergehen und ich möchte einfach Sie direkt fragen, was erwarten Sie? Möchten Sie etwas mit uns verdienen? Oder? Na, grundsätzlich erwarte ich, dass mich eine seriöse Firma anruft, aber das passiert ja leider nicht. Wir möchten auch mit seriösen Kunden unterhalten, ja? Ja, aber das Problem ist, dass wir halt immer nur Betrüger anrufen. Das ist das Problem, dass ich weiß genau, dass dieses Passwort geht. Ja, geht aber nicht. Geht nicht bei Ihnen, weil ich habe etwas nicht falsch, etwas falsch eingegeben. Nee, habe ich nicht. Und sind Sie sicher, dass wir Betrüger sind? Naja, ich kann mir da sicher sein, weil die Registration Number hier unten zum Beispiel nicht stimmt. VPN-Urlaub, auch in Deutschland. Was? VPN ist nicht erlaubt. Natürlich ist ein VPN erlaubt. Da gibt es kein Gesetz, was ein VPN verbietet. Also ich habe verstanden, möchten Sie nichts machen, möchten Sie einfach Spaß machen. Naja, Spaß nenne ich das nicht. Ich nenne das eher Aufklärungsarbeit. Sie sind alt, 30 Jahre alt. Sie nuscheln so, man versteht kaum was. Achso, es tut mir so leid, aber ich wünsche Ihnen schon einen Tag noch. Ich Ihnen nicht. Und ein bisschen seriöser sein, ja? Sie sind schon 29 Jahre alt. Ja. Nee, ich würde mir wünschen, also dass Sie sich einen seriösen gesagt, und anständigen, vernünftigen Job suchen. Jahre alt sind, ja, weil ja. Sie seriöser sind. Sie haben schon etwas erreicht, beruflich. Ja. Und auch, Sie haben etwas schon gesammelt. Wer jetzt? Ich sehe von meiner Seite, dass Sie haben es vielleicht noch nicht erreicht. Naja, ich schon, aber ich frage mich, was du erreicht hast, außer einen betrügerischen Job und Leute abzocken. Das ist doch nichts erreicht. Ich wünsche Ihnen etwas beruflich erreichen. Ja. Und geht das auch ohne Zwischenquatschen oder musst du immer in jedes Wort zwischenfallen, wenn du was erzählst? Scheinbar geht's bei dir nicht, ne? So. Magst du dir nicht mal einen seriösen Job suchen? Schönen Tag noch. Nein. Magst du dir nicht mal einen schönen Job suchen? Ich wünsche Ihnen schönen Tag noch. Ja, das wünsche ich dir nicht. Machen Sie keine Sorgen. Ich würde mir wünschen, dass du dir einen seriösen Job suchst. Leider, dass Sie nicht so seriös sind. Es tut mir echt so leid. Ja, aber wir dürfen nicht mit ihnen arbeiten. Ja, aber Ciao. Ich arbeite halt auch nicht mit Kriminellen, ne? Hallo, schönen guten Tag. Spricht mich Arschloch? Ja, Herr Arschloch. Ja. Ihre Daten sind an Polizei weitergeleitet. Oh, und ja. Wenn Sie mal noch einmal bei uns anmelden, wir haben Sie schon auf eine wunderschöne Seite angemeldet. Vielleicht haben Sie viele Anfragen bekommen. Ist doch gut, wenn hier viele anrufen. Ja, und dann ich rufe Sie nochmal an. Oder möchten Sie gerne mit einem Mann sprechen? Das ist mir eigentlich egal. Ich meine, kriminell seid ihr ja alle. Ja, du auch, du Arschloch. Ja, genau. Hab mich gerade nochmal angemeldet. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist David Neumann. Grüße Sie. So, ich sehe, haben Sie sich registriert für den Onlinehandel, richtig? So, deswegen melde ich mich bei Ihnen als Unterstützung, Ihnen zu helfen bezüglich der Aktivierung. So, und muss Sie kurz gesetzlich qualifizieren, wenn das für Sie in Ordnung ist. Bitte? Ja. So, wie jung sind Sie, wenn ich fragen darf? Wieso? Also, ich muss Sie gesetzlich qualifizieren und deswegen frage ich Sie. Ach so. Ja, weil es ja das Gesetz verlangt, damit wir wissen, ob Sie qualifizierbar sind für den Onlinehandel. Ich höre Hintergrundgeräusche. Nehmen Sie mich jetzt auf oder was passiert da? Was für Hintergrundgeräusche? Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei Ihnen auf laut oder so. Nee, keine Ahnung.
Ach so, so haben Sie schon Erfahrung mit Onlinehandel oder wollen Sie es einfach mal ausprobieren? Einfach mal ausprobieren, dachte ich. Okay. So, ich qualifiziere Sie kurz gesetzlich und dann fahren wir fort. Ja. So, wie jung sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin 29. 21, okay. Nee, was sind Sie vom Beruf aus? Sie haben 21 gesagt, jetzt sagen Sie 29. Ich habe 29 gesagt, nicht 21. 29. Was machen Sie beruflich? Beruflich? Ich verstehe Sie so schlecht. Ja, beruflich. Beruflich? Ja, da bin ich Sekretär. Aha. Bei welchem Unternehmen? Bei der BaFin. Sind Sie Sekretär bei der BaFin? Ach so, schön. Wissen Sie was? Dieses Spielchen können Sie wohl ganz anders machen, ja? Wo denn? Wissen Sie was? Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Tschüss. Ich Ihnen nicht. Hallo. Hallo, Herr Steiner. Mhm. Sie haben heute keinen Club. Ich bin wieder Gabi am Apparat. Ja, wie viel Mal sollen Sie mich auf jeden Fall in Ihren Videos haben? Ja, weiß ich nicht. So oft, bis keiner mehr von euch rangeht. Also, so geht es nicht, Doch. Herr Steiner. Doch. So geht es nicht. Doch. Doch. Merkst du ja, dass es geht. Okay, und? Das wird auch noch viele Male funktionieren. Was kriegen Sie davon? Sagen Sie mir bitte. Werbeeinnahmen. Ach so, okay. Ach so, das ist ja gut eigentlich. Ja, ich verdiene mein Geld wenigstens seriös, ihr nicht. Aha, okay. Und woher wissen Sie das? Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Mich rufen jeden Tag so, weiß ich nicht. Also heute waren es schon über 100. Weil Sie selber jetzt auf der Plattform registriert haben. Sie sind gerade online. Sie haben 7 oder mehr Konten aufgemacht. Aus diesem Grund haben Sie die Anrufe bekommen. Wenn Sie nicht registrieren, bekommen Sie dann keine Anrufe. Ja, wäre ja blöd. Ich will ja Anrufe haben, damit ich den Leuten die Betrugsmaschen zeigen kann. Und wie können Sie das zeigen? Sie können das nicht zeigen. Doch. Sie sagen das, aber Sie können das nicht beweisen. Okay? Naja doch, ich lese ja die Gesetzestexte dazu vor und dadurch kann man das beweisen. Trotzdem ist die Nachfrage hoch. Ja, das ist ja gerade das Dramatische, deswegen mache ich ja die Videos, damit die Einnahmen bei euch nicht mehr so hoch sind. Also, Herr Steiner, ehrlich gesagt, Sie können nicht beweisen, dass es illegal ist, weil doch, es nicht illegal ist. Das ist überhaupt Leute, nicht schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das illegal findet, was die Tante macht. Also, Leute schreiben auch gleich über Amazon, aber ist Amazon illegal? Ich habe auch bei Amazon gearbeitet. Wissen Sie, das weiß ich sehr gut. Ja, möchten Sie noch jemanden grüßen? Nein, überhaupt nicht. Das ist aber schade. Die Leute würden sich bestimmt freuen, wenn sie mal ein paar nette Grüße. Sie sind schon erwachsene und spielen Sie bitte nicht mehr. Sie sind nicht mehr Kind. Doch, ich werde ganz oft noch mich eintragen. Ganz oft. Wie Sie wünschen. Das ist Spaß für mich eigentlich. Ich kenne schon Ihre Telefonnummer, aber trotzdem bekommen Sie die Anrufe, weil wir hier Lust haben, weil alle anderen hören auch unsere Gespräche zu, okay? Deswegen. Aber Sie haben überhaupt nicht Spaß, wie ich sehe. Hallo. Ich höre nichts. Hallo. 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 Sprechen Sie mit irgendjemanden oder? Tja. Hallo. Hallo? Tja, wenn keiner mit mir spricht, dann wird das nichts. Naja, bei Elite Solutions bin ich wieder. Das habe ich schon mal rausgehört.
glaube, den Mann hatte ich gerade. Ja, jetzt das Mikro aus. Hallo? Tja, Leute, so wird das nichts mit dem Betrügen. Hallo? Hallo, hallo? Kuckuck. Ist da jemand? Tja. Es gibt ja so eine ungeschriebene Regel, dass man nicht auflegen soll. Tja. Aber wenn ihr da nur so eine Leitung blockieren wollt, dann kann ich euch ja so lange auf Parken legen oder so. Tja, so ist das. Na gut. Dann blockiert mal die Leitung weiter auf Parken. Hallo? Wenn Sie unsere Werbung schauen, ja, erst danach bekommen wir den Weg, dass Sie Interesse an unserer Werbung haben. Ach, nee, mach mal das Mikrofon wieder an. Weil dann können wir ja hören, was da so im Hintergrund passiert. Tja, Leute, so ist langweilig. Ich leg euch mal wieder auf Parken, weil hier ruft gerade noch ein anderes Callcenter an. Bis später. Also, mein Name ist Lola Laurek und ich bin Ihr Ansprechpartner. Was für ein Ding, Lola? Lola, ja, Lola. Wie, warum heißt man denn Lola? Lola. Aha. Okay, dann mach mal weiter in deinem Skript, ja? Und ich bin hier, um Ihnen zu helfen und erklären, mit dem Konto aktivieren. Aha, hat es nicht gerade dein Kollege schon gemacht? Wie bitte? Ja, ist gut. Von wo rufst du an? Nochmal bitte? Von wo du aus anrufst? Von Deutschland, warum? Ja, von wo denn in Deutschland? Von Berlin. Mhm, okay. Mhm. Straße? Und ich bin hier, um Ihnen zu helfen und erklären, mit dem Konto aktivieren. Ja, aber erstmal will ich ganz genau wissen, wer da auch dran ist. In welcher Straße sitzt ihr? Möchten Sie mit dem Konto aktivieren? Ja, Straßenname. Hallo. Lola. Also, Herr, ich habe eine E-Mail geschickt. Haben Sie... Ja, Frau. Sag mal Straßenname jetzt. Ja, komm, mach weiter. Dann lassen wir den Straßennamen weg, Lola. Einen schönen guten Tag. Wie geht das Ihnen? Ja, geht so. Kirol. Ja, der Herr Larsen hier am Apparat. Ein Mehrfachexperte von Emirates FX. Mehrfachexperte? Ja, und zwar im Anhang mit Investitionen, sowie die Kryptowährungen, Aktien, Indizien, Rohstoffe. Ja, wie viele Experte sind Sie denn? Was brauchen Sie? Na, genauer. Sie haben doch gesagt, Sie sind Mehrfachexperte. Wie oft sind Sie denn Experte? Wir operieren hier also mit den Kryptowährungen, Aktien, Indizien, Rohstoffe, mit was Sie gerne haben. Ja, und was ist jetzt mehrfach? Also mit den allen hier, was ich Ihnen erzählt habe. Ach so. Und ich bin hier zuständig, um mir weiterzuhelfen mit Ihrer Kontoaktivierung bei uns. Ja. Und Sie können mit einem Finanzberater also nachher Operationen öffnen mit verschiedenen Volumen. Also bei den Kryptowährungen, zum Beispiel mit Bitcoin, Ethereum, Ripple und so weiter und so fort. Also Sie sind Arzt? Sie bitte? Sie sind Arzt? Ja, bin ich. Was okay. Wollen Sie operieren? Haben Sie Bauchschmerzen? Ich verstehe Sie nicht. Was wollen Sie von mir? Um eine Anmeldung, das Sie hinterlassen haben, hier bei uns geht es. Denn ich rufe Sie nicht umsonst an. Und Ihre Nummer habe ich auch nicht in der Straße gefunden. Ja, was soll denn das jetzt? Ich weiß überhaupt nicht, was Sie von mir wollen. Haben Sie mal Online-Trading gemacht? Ja, sowas habe ich mal gemacht, ja. Ja, und mit was haben Sie Online-Trading gemacht? Ja, ich sollte hier in Bitcoin investieren und habe da dann 250 Euro reingesteckt. Okay, und was haben Sie dann gemacht? Na, bis jetzt habe ich hier Gewinn gemacht.
Sehr gut, das freut mich. Wollen Sie noch mehr Gewinne machen? Verstehe ich jetzt nicht. Also, ich habe doch schon einen Berater. Wie hieß der? Ach, den Namen, den kann ich mir nicht merken. Die rufen hier immer bei mir an. Wie bitte? Ich sage den... Sie sprechen mit Ihrem Berater und wissen nicht mal seinen Namen? Ja, ich merke mir doch den komischen ausländischen Namen nicht. Sie sind ein Lügner, aber Sie sind ein schlechter Lügner. Das ist Ihr Defekt jetzt. Was wollen Sie jetzt eigentlich von mir? Also, wenn hier einer ein schlechter Lügner sind, dann ja wohl Sie. Weil Sie sind ja nichts anderes als ein Betrüger und ein Abzocker. Ja, es kann sein. Ja, das kann nicht aber nur sein, das ist so. Es kann sein, aber Sie wissen gar nichts genau. Na doch. Und kann ich Ihnen etwas sagen? Na, dann schieß mal los. Aber Sie werden es akzeptieren. Das weiß ich nicht. Sie sind auch ein Lügner. Nee, eigentlich nicht. Ja, aber Sie lügen doch jetzt. Womit denn? Sie sprechen mit Ihrem Berater, aber wissen gar nicht, wie der heißt. Ja, wer weiß denn, wie der Berater heißt? Ich meine, die haben ja alle Namen wie Abdullah, bla, irgendwas. Keine Ahnung, kann man sich doch nicht merken. Mhm. Und wie ist Ihre E-Mail-Adresse? Ja, die... Ich werde Ihnen etwas zeigen. Ja, warum wollen Sie jetzt meine E-Mail-Adresse? Die gebe ich ja nicht einfach so raus. Ja, aber die habe ich schon. Ach so. Ja, was machen Sie jetzt? Ja, weiß ich nicht. Da ich Ihre E-Mail-Adresse hier habe. Ja. Na, dann zeig mal. Was hast du denn da? KW Kaufmann, LW Ludwig, Anton, Baumann, Anton, Ulrich und so weiter. Was ist damit? Bis zu dem hausen@googlemail.com. Aha. Stimmt das? Nö. Ja, das ist es. Und Sie haben auch Interesse gezeigt, denn ich rufe Sie nicht umsonst an. Das haben wir ja doch. Und das sollten Sie sich merken. Aha. Sie haben selber eine Schuld begangen und jetzt müssen Sie es auch akzeptieren. Aha. Haben Sie einen Computer für sich? Ja. Okay, geben Sie mir kurz eine Disk. Nö. Wie nö? Ja, ich gebe doch nicht eine Disk-Nummer. Nur so zum Spaß. Ich werde Ihnen ein paar Videos... Was? Ich werde Ihnen ein paar Videos zeigen. Nur so zum Spaß. Nö. Das bin ich. Und wissen Sie, über was ich Ihnen zeigen werde? Was für Videos? Na, jetzt kommt. Über UFOs. So, kann ja sein. Ja, glauben Sie daran? Ach, nur ja, ob man daran glaubt, glauben das ist Sie auf noch mal eine andere Geschichte, aber ich sag mal, wir werden sicherlich nicht alleine sein, ja? Ja, wir sind nicht alleine. Sie werden beobachtet von Ihnen. Ja. Von den Außerirdischen. Ja, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Jederzeit, 24 Stunden 7. 24 Stunden 7? Ja. Sieben Tage die Woche, 30 Tage im Monat, 12 Monate im Jahr, ja, werden Sie beobachtet. Ab und zu auch mal 31 Tage im Monat oder vielleicht nur 29. Kommt immer auf den Monat drauf an. Den einen Tag lassen Sie es frei. Hä? Ach so. Den einen Tag am 31. lassen Sie es frei. Ja. Die Außerirdischen, damit Sie einen Kaffee trinken, zum Spaß spazieren gehen. Mhm. Und ich habe noch etwas bemerkt. Ja? Dass Sie ein Hurensohn sind. Naja, kleiner Pisser. Man sollte ja nicht immer gleich von sich selbst auf andere schließen, aber... Ein Lügner. Also stimmt das also? Weiß ich nicht, ob meine Mutter mal ein Hurensohn war. Hab jetzt nicht gefragt. Ein Sohn von 100 Welpen. Das kann sein, ja. Ich finde es immer interessant, dass ihr von euch gleich auf andere schließt, nur weil es bei euch im Land so abläuft. Bei welchem Land? Ja, weiß ich ja nicht, aus welchem komischen Timbuktu du da kommst. Scheinbar ja nicht sehr... Sie mal los, aus welchem Land ich komme. Ja, scheinbar ja nicht aus... Also auf keinen Fall aus irgendeinem zivilisierten Land. Schießen Sie mal los mit dem Land. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Auf keinen Fall zivilisiert. Das muss ja irgendwas... Ja, aber ich will den Namen. Ja, es muss den irgendwas... Namen von einem Land. Ich sage, es muss irgendwas Primitives sein. Ja, es ist so, aber sag mir den Namen des Landes.
Ja, meistens rufen mir Leute aus Russland an oder Ukraine haben wir schon gehabt, aus der Türkei, Italien. Aha. Ja. Irgendwo von ja, da. Ja, und weiter? Ja, weiß ich doch nicht. Meine, eure Nummer ist ja eh immer gefaked. Aktuell zeigst du mir eine Berliner Nummer an. Wollen Sie auch mit einer englischen Nummer angerufen werden? Die habe ich auch. Ja, meinetwegen. Das habe ich noch nicht so oft in meiner Sammlung gehabt. Warum mit einer anderen Nummer? Aus Österreich? Ja, und das Schweiz. Lässt sich ja alles leicht ändern. Was wollen Sie? So. Ich erfülle Ihren Wunsch. Ja, ja, mach mal. Wie viel Profit haben Sie gemacht in Online-Trading? Ich höre mal. Ich wüsste nicht, was sich das angeht. Doch, das geht mich an. Mm-mm. Eigentlich nicht. Wie, Sie sind ja so primitiv, Mann. Tja, wie gesagt, man sollte nicht immer von sich selbst auf andere schließen. Tja. Kurze Rede, langer Sinn. Sie sind ein Hurensohn. Ja, ist okay. Kleiner Pisser. Ja, wenn du nicht mehr kannst. Wollen Sie etwas noch mehr? Ja, gib's mir. Eins sag ich noch. Geh und fick deine Mutter. Nee, das ist unanständig. Hallo, schönen guten Tag. Damien Wilson am Apparat. Von Bank FX Trade, Herr. Welcher Herr? Wie welcher Herr? Sie haben eine schlechte Anmeldung gemacht. Ja, Sie haben nur gesagt, Herr, welcher Herr? Wen suchen Sie denn? Also, lieber Herr, Sie haben die Anmeldung gemacht. Nein, ich heiße nicht lieber Karte. Herr. Sagen Sie bitte meinen vollen Namen. Also, Sie haben diese Anmeldung gemacht mit Name Kleine Katze. Ja. Ja. Und warum können Sie mich nicht beim Namen nennen? Weil ich habe gedacht, ist nicht bestimmt die Anmeldung. Ja. Entschuldigung. Ja. Okay, danke. Also, Herr Katze, Sie haben eine Anmeldung gemacht über Online-Trading. Sie haben am 4. Oktober gemacht. Bin ich bestimmt. Also, ich habe auch gestern auf Sie angerufen. Sie haben diese Anmeldung über Bitcoin API gemacht. Über die Höhle der Löwen ist die API. Also, ich bin da erst einmal zu helfen, Informationen geben und dann wir können ein Konto, wenn Sie wollen, aktivieren. Mhm. Okay, also kann ich die Informationen geben? Na klar. Okay, danke. Also, wie ich sage, ich melde von BankFX Trade. Also, wir sind ein internationaler Onlinehandelsherr. Und die Signal ist gekommen, also mit Ihr Data, wo Sie haben Interesse gezeigt und für das wir sind hier, zu helfen erst einmal, Informationen geben und sowieso eine Arbeit machen. Mhm. Herr, wir arbeiten mit Broker und mit den Roboter. Ja, aber das heißt Herr Katze. Nicht. Nochmal bitte? Das heißt Herr Katze. Also ich weiß nicht, wie er heißen, aber ja, Sie sagen immer nur Herr. Das ist beleidigend. Okay. Also, Informationen sind für Sie, nicht für mich. Ja, aber Sie müssen mich ja nicht beleidigen dabei. Lieber Herr, kann ich die Informationen geben? Lieber Herr. Lieber okay, Herr Katze. Herr Katze. Ja, genau. Kann ich die Informationen geben? Ja, so geht es. Okay. Danke, Herr Katze. Mhm. Okay, super. Also, wie ich sage, wir arbeiten mit Broker und mit den Roboter. Ja. Und Herr Kappe, also, wenn Sie wollen Investitionen machen, diese Monate, wir haben 100% Angebot für Sie, Herr Kappe. Was heißt das? Das bedeutet, zum Beispiel, wenn Sie wollen mit 1000 Euro anfangen, ist nur ein Beispiel, Herr Kappe. Sie nehmen auch die gleiche Summe von unserer Firma, wie eine Tester, die Angebot. Also das bedeutet, Sie nehmen auch 1000 Euro von unserer Firma. Mhm. Und Sie anfangen die Trading mit 2000. Ist nur zum Beispiel. Ja, und wie viel kann man maximal einzahlen? Weil wenn man da so einen großen Rabatt kriegt, also, dann... Also Sie können, wie viel Geld Sie wollen, Investitionen machen. Aber für mich ist besser langsam machen. Ja, was heißt denn langsam? Langsam heißt zum Beispiel, wenn Sie wollen mit
eine normale Summe für mich 500 bis 1000, nicht mehr. Okay. Ja, ja, dann weil machen wir das so. Ja. Weil die ganze alles. Kurz Moment bitte. Also Herr Kappe? Okay. Wir sagen, die Börse ist einmal oben, einmal unter. Und heute zum Beispiel die Shiba oder Bitcoin sind so oben. Ja. Ja, und für mich ist besser, wenn Sie investieren nicht so viel Geld. Okay. Ja, weil ist besser, wenn Sie öffnen die Operationen mit die Broker macht die gar besser als mir, natürlich. Also, erst einmal, Sie müssen mit den Broker sprechen und danach Investitionen machen, nicht direkt Investitionen. Ja, dann spreche ich erstmal mit dem Broker. Ja, natürlich. Wollen Sie mit einem Broker jetzt zum Beispiel sprechen, Herr Kappe? Ja, meinetwegen, ja. Okay, kurz Moment, ich muss einen Broker hier nehmen. Kurz Moment. Ja. Nehmen Sie da mal einen Broker weg. Mal gucken, was der denn da so braucht. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Katze. Wie geht's Ihnen? Hallo, mir geht's ganz gut. Hier spricht der Sven Harloff, einer Finanzexperte von Bank FX Trade. Ich dachte, Sie sind jetzt der Broker. Genau, der Broker. Ja. Die sind Synonymen. Finanzexperte mit Broker ist ja das gleiche Sache. So. Wie geht's Ihnen denn? Ja, ganz gut. So, Sie haben mit meinem Kollegen jetzt gesprochen, mit dem Herrn Dennis Wilson, über eine Investition. Er hat mir Bescheid gesagt, dass Sie noch Unklarheiten haben und andere Fragen. Nö, der hat mich nur gefragt, ob ich jetzt mit einem Broker sprechen will und ich habe gesagt, ja. Okay. Bei uns funktioniert so, Herr Katze, es gibt zwei verschiedene Methoden, wie Sie bei uns traden können. Das erste ist durch ein Crypto-Bot, automatischer Broker. Und die zweite Option ist durch einen Broker. Durch einen persönlichen Broker, der jeden Tag für Sie traden wird. Okay? Was wir Ihnen versprechen können, ist 1,5 bis 2% täglicher Profit. Ja. Okay? Das ist der tägliche Profit, den wir Ihnen hier versprechen können. Der Mindestens. Jetzt sind sie weg. Können Sie schon einzahlen müssen. Sie können auch mit einem höheren Betrag einsteigen. Das liegt komplett auf Ihre Hände. Und das schnellste Methode, wie Sie das Konto aktivieren können und was ich Ihnen auch empfehlen kann, ist durch eine Banküberweisung. Also über Banküberweisung geht am schnellsten. Genau. Normalerweise, wir haben auch andere Zahlungsmethoden durch Kreditkarte oder durch Kryptowährungen, falls Sie irgendein Krypto verwenden. Aber mit Kreditkarte würde ich nicht empfehlen, weil die Steuer und die Gebühren für diese Zahlung sind so hoch. Ja. Wie wäre am liebsten für Sie einzuzahlen? Ja, dann überweisen wir den Bums. Wollen Sie überweisen? Okay. Gut. Ich werde ihn jetzt weiter mit dem Dennis verbinden. Ich bereite die Bankdaten vor und schicke ihn zu. So. Ja, hallo. Ja, aber noch mal in einer halben Stunde anrufen. Ich habe gerade keine Zeit. Also, Herr? Ja? Der Broker bereitet jetzt die Bankdaten. Okay, ja, ich bin der Sekretär Dennis Wilson. Ja. Okay, kurz Moment. Also, Herr Kappe, geben Sie bitte bei mir Ihre E-Mail. Ja. Ja, eine E-Mail ist bei uns gekommen und klicken bitte in E-Mail. Ja. Ist eine, ja. Ich gucke mal. Gehen Sie bitte kurz. Ich gucke mal in meinem E-Mail-Postfach. An welche E-Mail-Adresse haben Sie das geschickt? Also ist unsere Bankdaten gekommen. Ja, und an welche E-Mail-Adresse haben Sie das geschickt? Wie heißt sie?
Von Lettknau. Ja, nee, meine. Also, ich muss unsere Broker fragen, welche E-Mail hat. Ach so. Ja, dann frag mal da deinen Broker. So, Katze, bin wieder da. Ja. Ich habe Ihnen einen Link geschickt. Ja. Per E-Mail, wo Sie das drücken sollen. Ja. Damit ich die Bankdaten hier vorbereite. Ja. An welche E-Mail-Adresse haben Sie das denn geschickt? Ich habe das an kleine.kz@googlemail.com. Die Google Mail, die gibt's gar nicht mehr. Ach so. Das muss man ändern. Sind Sie gerade vor einem Computer? Mhm. Okay. Dann, welche E-Mail nutzen Sie? Na, Sie nehmen einfach ganz normal Vorname, Punkt, Nachname weiter. Und dann machen Sie dahinter @, soll ich sagen? Ja. Dann ein M. Ja. Ein D. Mhm. Ein C. Mhm. Noch ein C. Ja. Ein F. Okay. Ein U. Ja. Und ein N. Und dann .de. mdccfon. Genau, .de. .de. Ich würde Ihnen erstmal Anydesk schicken, einen Link, den ich Ihnen dabei helfen kann mit dem mit dieser Überweisung, damit ich die Bankdaten dort zeige. Anydesk? Warum? Oder kennen Sie schon Anydesk? Ja, ich kenne Anydesk. Okay. Aber wozu brauche ich Anydesk? Und damit ich mit dem Überweisung helfen kann, oder können Sie das auch alleine tun? Nö, ich kann das auch alleine. Okay, gut. Das ist Ihre Entscheidung. Mhm. So, wir sind fast fertig. Mhm. So. Das E-Mail war kleinekatze. Mhm. Können Sie mir das nochmal buchstabieren? M, C, E, F? Nee. M, D. M, D. C, C. C, C. F, U, N. F, O, N. De, ne? Ja, nicht O, sondern U. Ja, Punkt Fun. Wie Fun auf Englisch. F, O, N. Nee, nicht Punkt Fun. Punkt De. Naja, .de am Ende, aber mdccfon.de. Genau, ja. Also so, okay. Genau, ja. Die Bankdaten wurden gesendet. An die E-Mail-Adresse jetzt. Ja. Dann gucke ich da mal einen Moment. So, dann locke ich mich mal ein. Also, Herr Kapfer? Hm? Ist die E-Mail bekommen? Ich gucke gar nicht, ich logge mich gerade ein. Okay. Guck nochmal. Hm, jetzt nicht drängeln, ihr habt gerade 15 Minuten nichts gesagt. Also, gucken Sie bitte bei mir E-Mail. Hm. Ja, es lädt. Aber einen kleinen Moment. Die Bankdaten. Ja. So, jetzt gebe ich mein Postfach auf. Ja. So, und jetzt lädt er erstmal die ganzen neuen E-Mails runter. Okay. So. Also, können Sie aktualisieren Ihre E-Mail? Ja, ja, jetzt bin ich drin. Jetzt hat es gerade geklappt. Wir sind gerade... Ah. 1000 neue E-Mails geladen. Das hat ein bisschen gedauert. So.
Dann müssen wir mal gucken. Von Dennis Wilson. Ja, sieht aber noch nicht so aus, als sind eure Nachrichten damit dabei, weil ich bin gerade mal beim Laden bis 11:47 Uhr und wir haben es ja schon 12:38 Uhr, da kommt gleich noch was, dauert noch ein bisschen. Okay, ich verstehe Sie. So, jetzt haben wir die Bankdaten, da sind sie. Ja. Okay, sind gekommen, ja? Ja, genau, da haben wir jetzt super. Hier die WEG Bank AG. WEG, ja. Genau, so, dann haben wir Bank... Bank Egg. Adresse? Die Adresse ist alte Landstraße 27, ja? Ja, genau. Okay, ja, Sie sind die Bankdaten. Also, Herr Katzer, Sie können eine Überweisung machen und ein Foto per E-Mail schicken von Überweisung. Wie meinen Sie das mit dem Foto? Also, Sie können nur ein Foto in die Überweisung machen und Sie können dieses Foto mir schicken per E-Mail. Ja, und danach wir können anfangen mit Trading. Aber warum brauchen Sie dann ein Foto? Das verstehe ich noch nicht. Also, weil wir müssen sehen, wenn Sie haben die Überweisung gemacht oder nicht. Na, aber das sehen Sie doch, wenn das Geld denn da ist. Also, Herr Katze, wir müssen die Überweisung erst einmal sehen, weil wir müssen auch die Geld nehmen und die Trading anfangen. Aha. Aber ja, dann, für das ist... Aber dann braucht man da einen Bild von... Ja, nur ein Bild und es ist alles okay. Aha. Ja. Also... Aber eine Frage habe ich... Aber noch. Auf welcher Webseite handle ich denn eigentlich? Welche Webseite? Arbeiten wir oder unsere Plattform? Ja, eure Plattform. Unsere Plattform, BankFX Trade. Also, Sie können beim Google gehen und ich buchstabiere. Ja, habe ich. Okay. Können Sie beim Google gehen? Ja, bin ich. Okay, also schreiben Sie bitte B wie Beta, A wie Anton, ja. N wie Notboy, N wie K wie Katrin, F wie Frank, ja. X, eine X, ja. T wie Theodor, ja. R wie Richard. Ja. A wie Anton. Ja. D wie Deutschland. Ja. E wie Emil. Ja. .com. Ja, also wir arbeiten auch mit MetaTrader 4. Ich weiß nicht, wenn Sie haben Informationen über die MetaTrader 4 und sowieso. Okay. So, ja. Dann mache ich das hier gleich fertig. Okay. Haben Sie Informationen über die MetaTrader 4? Wo die Trading machen? Nö, nicht so wirklich, aber ich weiß, was es ist. Ja, haben Sie nicht schon den neuen MetaTrader 5? Also, wir haben MetaTrader 4, erster Match. Ach so. Und wann wir machen die Profite, wir arbeiten mit MetaTrader 4. Ja. Ja, so geht immer. Die Operationen öffnen mit MetaTrader 4 und arbeiten danach mit MetaTrader 5. Ja. Ja. Und sie ist die, unsere Plattform, also die Konto schon. Ich habe auch die Bankdaten, Sie können nur eine normale Überweisung und alles ist in Ordnung. Ja. Okay, darf ich fragen, wann können Sie die Überweisung machen? Ja, die mache ich jetzt gerade. Ich gucke mir die gerade an. Okay. Und nur ein Foto, ein Bild machen. Und Sie können mir schicken per E-Mail und alles ist in Ordnung. Wir können von heute starten. Okay. Also benutzen Sie WhatsApp? Nö, nee, sowas habe ich nicht. Was ist denn eigentlich die WEG Bank? WEG? Ja. Also die WEG ist die Name von Bank. Ja. Also unsere Partnerschaft. Also eine Art Partnerbank. Also WEG Bank ist eine internationale, wie ich sage, also ich weiß nicht sehr gut, die Broker kennen die Bank, also mein Job ist nur auf das. Ach so. Also Sie können die Broker fragen, wenn... Ich muss das Job weg. Das ist ja noch.
komische Bank, da geht nicht mal einer ran. Das ist aber tatsächlich eine Bankwebseite, die ist in Deutsch, Englisch und Niederländisch verfügbar. Telefonisch Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr und Montag bis Donnerstag 13 bis 16.30 Uhr. Die Öffnungszeiten sind schon mal wieder bei einer Bank. Aber wenn man die Bank googelt, kommt auch ein ganz anderer Name. Da stimmt irgendwas mit der Bank nicht. Das ist ein deutsches Konto tatsächlich, aber die WEG Bank, die heißt gar nicht WEG Bank. Das muss irgendeine Mittelsfirma hier wahrscheinlich sein. Also man findet Einträge über die. 69 Google-Rezensionen, alle positiv. Also wirklich alle positiv, das ist schon mal komisch. Gebühren und Kosten im Überblick. Tja, äußerst seltsame Bank. Hier gibt es aber Fotos von dem Laden. Naja, sind hier sicherlich auch noch Stockfotos. Ja, und auch vom Inhaber selbst hochgeladen. Tja. Ich meine, es war noch keine 13 Uhr, aber die haben auch keine Warteschleife oder irgendwas. Also mit dem hier, das ist wirklich mega suspekt. Ach ja, WEG Bank wird zu 1031. Aha. Die bieten hier gleich was mit Börse an. Das ist doch komisch. Ja, was die Bank so richtig macht, finde ich hier nicht raus. Ultra kurios. Tja, der komische Betrüger ist immer noch am Telefon und ich weiß nicht, ob der jetzt sich die Eier schaukelt und Pause macht. Ich habe übrigens wieder 1000 E-Mails hier von Höhle der Löwen bekommen. Das Eingangstor zum Taschendiebstahl, quasi. Also bei dem Anruf hier kann ich wirklich locker über 2/3 rausschneiden, weil hier wirklich gar nichts gesprochen wird. 95 Minuten haben wir jetzt hier stehen. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt nochmal rangeht und das nochmal probiert. Oder mich jetzt einfach auf Parken gelegt hat und ein anderes Telefon nimmt. Ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall war schon komisch, dass die ja, Geld von mir wollten und von Anfang an eigentlich nie so richtig gesagt wurde, um welche Webseite das geht. Ich glaube ganz am Anfang nur ganz kurz einmal. Herr Kapo? Und? Ja? Wie weit sind Sie? Also haben Sie gemacht die Überweisung? Ich bin da ganz hart am Arbeiten, ja. Geht gleich los. Ah, okay. Mhm. Ich melde mich gleich. Gleich haben Sie das ganze Geld. Okay. Ich habe noch ein bisschen Trinkgeld mit dazugelegt. Okay, also ich melde nochmal später, okay? Nee. Ah, okay, ich bleibe hier. Bleiben Sie dran, ich bin bald fertig. Okay. Ja, für Sie ist... Ja, da ist er nochmal gewesen. Ein bisschen Zeit verplempern. Wollen wir ja schon noch. Wenn nicht mehr lange, dann haben wir 40 Minuten rum. Das ist ja so der Durchschnitt, den ich eigentlich immer habe bei den Betrügern. Naja, auf jeden Fall wollte der hier mit Anydesk auf meinen Rechner, ohne dass wir überhaupt irgendwie groß was besprochen haben. Das ist wohl einer von den Betrügern, die Callcenter Scambaiting auch in seinen Videos hatte. Und da hat er ja ein Video gehabt, wo er seinen Bildschirm mitgefilmt hat und auch Anydesk drauf hatte. Und die nette Tante wollte gleich als allererstes erstmal, dass man sich ins Bankkonto einloggt und dann, dass man den Bildschirm abschaltet. Aber das hat sie nur so getan, also mit Ausreden, ne? Also warum der Bildschirm gleich schwarz wird. Also im übertragenen Sinne ist schon wieder ein paar Tage her. So, und ich gehe ganz stark davon aus, dass die das hier genauso vorhatten, weil die wollten ja gar keine Kreditkartendaten. Die wollten von Anfang an, dass ich mit Bank überweise. Tja, da ging es wohl darum, dass wenn der Bildschirm ausgeht bei der Überweisung, wenn die PIN schon drin steht, und dann kann man schnell noch die Summe vielleicht abändern von 500 oder 1000 auf das Maximum, was irgendwie möglich ist. Oder man ändert halt die Bankdaten, ne, und kommt dann im Nachgang noch an. Ich weiß gar nicht, wie leicht das überhaupt machbar ist, wenn man jetzt hier mit dieser Zwei-Faktoren-Authentifizierung arbeitet. Ich probiere da nochmal anzurufen.
Ja, langsam wird mir der Typ am Telefon noch ungeduldig mit der ganzen Warterei. Die nimmt genau mit der Pünktlichkeit. Dann werden wir doch gleich mal nachfragen, unter welchem Namen das läuft. Wenn wir das noch hinkriegen, ich weiß es nicht. Vielleicht legen die auch gleich auf und dann, naja, dann halt nicht. Dann mache ich das im Nachgang. Aber hier ist was faul, das wissen wir ja. Aber das Komische ist halt, wie gesagt, die Bank. Also das sagt mir jetzt überhaupt nichts. Das wird wohl eine ultra kleine Bank sein und die erweckt auch so ein bisschen den Eindruck, als hätte die irgendwas mit Trading und so zu tun. Steht jetzt hier nicht gleich auf der ersten Seite. Dieses Konto, Baugeld. Ah, irgend so eine Baubla, irgendwas. Na gut, da kann man Geld waschen. Also ich weiß es nicht, ob die Firma dazugehört, aber tja, ist schon merkwürdig. Und dann erreicht man die nicht mal in den Laden. Das kann jetzt hier auch wieder so ein typischer Fall sein, dass irgendjemand Deutsches dort, also einem Opfer, von denen ein Konto eröffnet hat und das Geld weiter transferiert. Oder ein Mittäter oder wie auch immer. Und dann ist das Geld gewaschen. Weil wenn das Geld von Bank zu Bank hüpft, irgendwann kannst du die Scheiße nicht mehr nachkontrollieren. Dann wird halt nur die kleinste Kette im Glied zersprengt nachher. Das bedeutet, der Mittelsmann wird festgenommen, aber das war's dann schon. Weiter kommt man da nicht, weil die kennen noch untereinander keine Namen. Ja, und er wartet und wartet und wartet hier mit mir am Telefon. Tja, ich hoffe, das Video ist für euch nicht ganz so langweilig in dem Fall. Aber ich dachte mir, ich probiere mal. Ich gucke mal so weit, wie ich kann. Und dadurch, dass ich hier wieder 100 Nachrichten von die Höhle der Löwen bekommen habe, tja, werde ich mich auch genauso oft da anmelden, wie ich Nachrichten von denen bekomme. Das heißt, die Betrüger werden wieder sehr, sehr viel Spaß mit mir haben. So, wir haben jetzt 44 Minuten hier schon gewartet. Für euch ist das nachher immer alles rausgecuttet. Tja, hatte ich aber so auch noch nicht, dass der Betrüger einfach in der Leitung bleibt und wartet und wartet und wartet und wartet und gemeldet sich ja zwischendurch, also. Naja. Der freut sich über eine Pause und ich freue mich, dass wir seine Zeit verplempert haben. Vielleicht lässt er sich im Hintergrund schon feiern. Herr Kopfer? Ja? Haben Sie gemacht? Was denn? Also die Überweisung? Ach so, nee. Ich zahle mein Geld nicht bei Betrügern ein. Was haben Sie gesagt, Herr Kopfer? Ich hab gesagt, hab ich gerade überwiesen. Machen Sie oder was? Nein. Wieso? Weil einmal Sie wollen mit uns arbeiten und jetzt Sie sagen, wir sind Betrüger, oder was sagen Sie? Nein, das hab ich nicht gesagt. Das haben Sie nicht gesagt. Wie kommen Sie denn darauf jetzt? Also, Herr Katze, bitte machen Sie diese Überweisung und wir fangen an mit Arbeiten. Ja, ja. Also, habe ich gerade gemacht. Ich mache gerade die E-Mail fertig. Ah, okay. Müsste gleich da sein, die E-Mail. Meine E-Mail lautet. Hä? Meine E-Mail lautet. Soll ich da jetzt nicht antworten auf die Dennis Wilson E-Mail? Ja. Ja. Da sollen Sie antworten. Ja, ja, da antworte ich einfach drauf. Das ist richtig, ja? Genau. Ja. Sie können eine Kopie schicken. Am Anhang. Dann schicken Sie eine Kopie als Bild, als gescannt, wie Sie wollen. Ich warte hier noch. Ja, na klar. Ist Ihr richtiger Name Kleine Katze? Ja. Oder ist das ein Synonym? Nee, das ist mein Name. Ihr Nachname ist Katze. Ja. Ach so. Interessant.
Wieso? Ist interessant. Hab bis heute noch nie gehört. Okay. Arbeite seit 12 Jahren mit deutschen Kunden. Hab noch nie gehört. Und? Ja, mein E-Mail-Postfach ist hier gerade abgestürzt. Ich werde da machen. Sie. Amor! Ja, schönen guten Tag. Sind wir noch dran? Ja. Ja, hallo. Ich warte immer noch. Ich würde gerne einen Betrug melden. Von, über Ihre... Hallo? Kunden. Hallo? Ja? Ja, ich hab was zum Schreiben. Ja, dann... So, dann sagen Sie mal. Ja? Frank, ja. Da reiche ich Ihnen das einfach ein, ne? Ich kann hier nur einen Screenshot von einer ausländischen E-Mail-Adresse machen, die Geld bekommen wollten mit dieser bekannten Trading-Masche. Ja, genau, und dann kann ich Ihnen da einen Screenshot von dieser E-Mail selbst machen, dann leite ich Ihnen das weiter. Genau, also ich werde das jetzt auch der Polizei noch melden. Eingezahlt habe ich da nichts, aber zumindest haben wir ein deutsches Konto, da wird ja irgendeine deutsche Person dahinter stecken. Alles klar, dann bedanke ich mich, ich schreibe dann gleich die E-Mail. Jo, tschüss. Hallo? So, ich habe mal direkt Ihr Konto gemeldet, ne? Also ich habe jetzt gerade direkt bei der BaFin angerufen und habe Ihr Konto in Deutschland gemeldet. Das okay, Ganze wird schön. Jetzt auch von den deutschen Behörden nachverfolgt. Das heißt, hier geht auch gleich noch eine polizeiliche Anzeige raus, denn ein deutsches Konto, da wird auch eine deutsche oder ein deutscher Mittelsmann von euch dahinter stecken und den werden wir auf jeden Fall dran kriegen. Okay, schön. Na? Wünsche Ihnen viel Glück damit. Ja, das haben wir definitiv hier in dem Fall. Sie haben nichts. Doch, ich habe was. Erstens habe ich Ihre Domain. Darüber lässt sich auf jeden Fall herausfinden, wer dieses Domainkonto eröffnet hat. Das ist aber noch nicht alles. Wir haben ja in diesem Fall auch ein deutsches Konto. Und was meinen Sie, was in Deutschland alles gemacht werden darf? Da können wir auf jeden Fall den Kontohalter rausfinden. Und der wird auf jeden Fall irgendwann plaudern. Warum hast du dich registriert, uns bei der Polizei anzuzeigen? Ganz genau, damit ich den Betrug bei euch aufdecken kann. Gib mir, wo siehst du, dass wir Betrüger sind? An eurem Verhalten, schon mit dem Anydesk, damit du versuchen kannst, meinen Bildschirm auszuschalten und an noch mehr Daten rankommst von mir. Anydesk das ist alles weltweit benutzt. Genau, und fast nur von Betrügern. Fast ausschließlich nur von Betrügern. Und wird TeamViewer von Betrüger benutzt? Zum Teil auch, ja. Allerdings ist TeamViewer auch noch eine sichere Variante, wo ich als Admin des Rechners noch ein paar mehr Möglichkeiten habe, euch auszusperren. Was bei Anydesk nahezu unmöglich ist. Davon abgesehen, ist eure Masche bekannt. Euer Skript ist 1:1 das gleiche wie bei den tausenden anderen Trading-Betrügern, denen ich nämlich auf den Leim gehe. Und zwar richtig. Bist du reingefallen? Ich bin nicht reingefallen. Und ich werde auf jeden Fall versuchen, möglichst viele, viele tausende Menschen vor euch zu warnen. Der ganze Bums hier landet schließlich auch auf YouTube. Ist mir scheißegal, ob dir das gefällt oder nicht. Auf jeden Fall versaue ich eure Masche. Außerdem habe ich euch über eine Stunde Zeit jetzt wieder gemobbt. Zeit, in der ihr keinen anderen betrügen konntet. Zumindest war Personal dafür abgezogen. 2 Personen sogar, die in der Zeit jetzt keine Leute verarschen konnten. Ist doch ein super Konzept, oder nicht? Tja, da kannst du nichts mehr zu sagen, ne? Naja, ich will nichts mehr sagen. Du bist dumm im Kopf. Keine Ahnung, ich verstehe dich nicht. Also du bist krank im Kopf. Das sagt derjenige, der Menschen betrügt und um ihr Geld bringt. Nein, du musst eine Praxis suchen. Ganz genau. Sagt derjenige, der Menschen betrügt. Das ist das allerletzte, Menschen zu betrügen. Wie würdest du das finden, wenn ich dir Geld klaue von deinem Konto? Na, wie würdest du das finden? Ja, kannst du da nicht mehr dazu sagen? Als Betrüger? Dich verpissen. Tja, wenn der Verstand aussetzt, dann kommen wohl nur noch Beleidigungen, ne? Genau. Du Kranke. Tja, du zeigst uns gerade ganz genau, wie der Betrug abläuft, was da für Leute sitzen. Hey, cool, dass du noch dran bist.
Wenn du immer noch zuhörst, schreib gern eine 1 in den Chat, dann weiß ich, dass du das Video bis zum Ende durchgehört hast. Ich hoffe, dir hat's gefallen, dann drück gern einen Daumen nach oben. Vergiss nicht, den Abonnieren-Button zu drücken, wenn du das nicht schon getan hast. Das Glöckchen, das sollte natürlich auch immer läuten. Ansonsten bedanke ich mich fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.